Und Angst ist ein Magnet, heißt Angst wirkt, wovor ich Angst habe, wirkt magnetisch. Wenn jemand Angst hat, dass sein Partner mit einem anderen ins Bett geht und diese Angst ist sehr groß, dann sage ich, dann muss der andere das tun. Das heißt, du ziehst es an, du kreierst es geradezu. Wenn wir wirkliche Liebe leben wollen, Liebespartnerschaften, dann dürfen wir sehr mutig und wahrhaftig werden. Das heißt, du darfst eine Entwicklung machen, erleben hin zu dir selbst. Schau dir die Muster an, spätestens wenn sie etwas wiederholt in deinem Leben, dann kratzt dich mal am Kopf und sagt, könnte es sein, dass ich das ganz unbewussterweise angezogen habe, weil schon damals, ne, ich mich so gefühlt habe. Darum ist es wichtig, mit welchen Gedanken, Glaubenssätzen gehe ich durch die Welt. Was denkst du nochmal für Paare extrem wichtig? Was denkt die Frau über Frauen? Ich sage, liebst du die Frauen als Frau? Also die Frauen, ne? Da gibt es schon manche Zicken, die liebe ich nicht. Ja. Auf die bin ich neidisch und auf die auch. Ja. Dann sagst du aber damit, wenn du die nicht magst, dann muss das Leben dir diese Zicken vorbeischicken. Und vielleicht legt sich dein Mann mit einer dieser Zicken sogar ins Bett und dann hast du sie sehr nah. Und dann darfst du dich mit dem Zickigen in dir beschäftigen, beziehungsweise für wen diese Zicke Stellvertreter ist, zum Beispiel die Schwester, ja, oder die Mutter. Das waren die ersten Frauen in deinem Leben. Und drittens bist du mit dir dann selber als Frau nicht im Frieden. Wenn du mit anderen Frauen nicht in herzlicher, freundlicher, solidarischer Verbundenheit, nicht solidarisch gegen die Männer, sondern, ne, in der Würde, in der gegenseitigen Würdigung verbunden bist, dann hast du ein Thema mit deinem eigenen Frausein. Und wenn du irgendeinen Menschen auf der Welt noch bescheuert findest, dann ist dieser Mensch wichtig für deine Weiterentwicklung. Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhardt und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo, du wunderschöne Seele. Wie schön, dass du da bist. Ich bin Nadine von Heiter bis Sonnig und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast für dich. Wir sind so miteinander geschwungen und die Zeit im Interview ist regelrecht verflogen. Und freue dich heute auf den ganz, ganz wundervollen Robert Betz. Und ich glaube, kaum einer im deutschsprachigen Raum kennt ihn nicht. Und falls du ihn nicht kennst, er steht seit ganz vielen Jahren auf der großen Bühne. Er hat seine eigene Transformationstherapie entwickelt, bietet damit Ausbildung für Therapeuten und Coaches an. Und ich weiß gar nicht, wie viele Therapeuten er ausgebildet hat. Also ich glaube, es waren Hunderte, vielleicht auch Tausende. Also es waren auf jeden Fall sehr viele. Er bietet Seminare auf der griechischen Insel Lesbos an und er hat ganz tolle Bücher geschrieben und großartige Meditationen aufgenommen. Mit ihm spreche ich heute über die Entstehung neuer Beziehungsformen, Partnerschaften auf Augenhöhe, über Co-Abhängigkeiten, toxische Beziehungen, die neue Bedeutung der Ehe, über die innere und die männliche Seite oder beziehungsweise die inneren männlichen und weiblichen Anteile. Robert äußert sich auch sehr klar zum Thema Monogamie und Polyamorie. Wir sprechen über die Würde der Frau. Und apropos Würde der Frau, mir ist es ja ein großes Anliegen, besonders mit Frauen in einem geschützten Raum zu arbeiten. Und dafür habe ich einen ganz speziellen Kraftort auf Mallorca ausgewählt für Anfang September. Und wenn du damit resonierst, dann schau doch einfach mal beim White Lotus Goddess Retreat vorbei, welches du auf meiner Website findest. Robert hat so viel Wichtiges ins Feld rausgegeben. Er hat euch auf jeden Fall auch ganz tolle Übungen schon mit reingegeben in die Episode. Und er hat etwas so essentiell Wichtiges gesagt, dass ich extra nochmal aus der Aufnahme rausgeschnitten und dupliziert habe. Und das wirst du ganz am Ende der Podcast-Episode auch nochmal finden. Und wenn das jeder Mensch wahrhaftig verstehen und umsetzen würde, jeder Mensch auf der Erde, dann hätten wir eine Welt voller Frieden.
Also es sind ganz, ganz wichtige, essentiell wichtige Worte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit. Lieber Robert, ich freue mich total, dass du heute bei uns bist, mit uns bist. Du begleitest mich jetzt nämlich schon ganze 15 Jahre und ich glaube, das erste Mal bei einer Veranstaltung war ich, wahrscheinlich auch 14, 15 Jahre her, in der Kongresshalle in Gießen damals. Und ja, sauber, schön, dass du behalten hast. Von dir kommt auch der sensationelle Begriff Arschengel, den benutze ich gerne auch immer wieder. Und ja, dazu später auf jeden Fall mehr. Ich möchte mit dir, wie ich schon erwähnt habe, gerne über die neuen Beziehungsmodelle sprechen und über die Liebespaare der neuen Zeit. Und in meiner Community war der Aufschrei groß. Es war kaum ein Thema, was so interessant war in der Community wie dieses. Umso wichtiger ist es, dass wir darüber sprechen. Und erstmal herzlich willkommen, lieber Robert. Dankeschön, Dankeschön. Freue mich drauf. Ja, total. Ich habe mich auch riesig darauf gefreut, als die Zusage kam. Und ja, wir sind ja gerade im großen Wandel. Es ist viel Transformation in der Luft, im Innen wie im Außen. Manches zeigt sich noch nicht ganz im Außen, vielleicht mehr noch im Innen, wo es noch schlummert. Wie siehst du denn die neuen Beziehungsmodelle im Vergleich zu den alten Beziehungsmodellen? Ach, ich interessiere mich ehrlich gesagt erstmal dafür, wer denn überhaupt schon sowas lebt, was für den Namen Liebe verdient hat. Ja, bevor ich über Modelle spreche, ist mir viel wichtiger, was ist denn los in den Menschen? Du hast über Wandlungszeit gesprochen. Diese Zeit, die ich Transformationszeit nenne, ist für mich eine Zeit, die von einer Kraft angetrieben wird, heißt Transformationskraft, ist für mich die Liebe selbst, die zurzeit das, ja, die ganze Menschheit verändert und vor allen Dingen das Bewusstsein vieler Menschen verändert. Manche noch nicht ganz freiwillig, sondern eher angeschubst durch viele Krisen und auch erschütternde Ereignisse, wie jetzt auch was Hochwasser angeht. So was haben wir ja selten bei uns, weil das extrem ist. Andere Länder kennen das fast jährlich. Wie gesagt, bevor ich Lust habe, über Modelle zu sprechen, wie kann man Liebe leben, ist überhaupt erstmal die Frage, wer lebt denn überhaupt die Liebe und was ist das überhaupt? Ja, und wie kommen wir denn dahin? Liebe ist ja sowas von, ich meine, durchgenudelt und unter ganz verschiedenen Etiketten benutzt. Also ich liebe meine Katze, ich liebe Pommes frites, ich liebe Jogging, ich liebe meine Frau. Dann merkt man da dran. Wie will man das noch unterscheiden? Und dann hat Liebe auch ein Handicap, was das Erkennen von Liebe angeht. Denn Liebe ist erstmal etwas, was wir in uns fühlen. Wenn wir jetzt über Liebe reden, dann haben wir nur immer Hilfskonstruktionen, die hinweisen darauf, was sich denn hinter der Liebe verstecken könnte oder was wirklich Liebe ist. Ich sage, von Haus aus sind wir alle das, was wir Liebe nennen. Auch das ist zwar eine spirituelle Aussage, aber für den Kopf sehr schwer zu verstehen. Was heißt denn das? Ich sage, wir kommen alle aus einer Quelle, die heißt Liebe. Manche nennen es Gott, Göttin. Ist mir egal, wie sie es nennen. Ich nenne es das Leben, die Allliebe. Das ist das, woher wir vom Ursprung her kommen, was du und ich, was wir alle hier 8 Milliarden Seelen auf der Erde sind. Aus dieser Quelle ist alles hervorgegangen. Diese Quelle ist nicht irgendwo weit ab von uns, sondern die Quelle ist in uns. Und unsere Aufgabe ist, oder quasi unsere selbstgestellte Aufgabe, wir sind ja alle freiwillig hier auf der Erde gekommen, ist quasi uns erstmal im ersten Akt zu verstecken und im zweiten Akt uns wiederzufinden. Das heißt, wir spielen hier so eine Art Maskenball der Seele, auch ohne Masken gegen, egal welche Qualität, FFP2 oder sonst wie. Das heißt, wir haben alle uns angewöhnt, aus der Kindheit bedingt, Rollen zu spielen, um irgendetwas zu bekommen, weil wir glauben, dass wir es nicht haben. Und das bedingt die meisten, das bewirkt oder beeinflusst die meisten Paarbeziehungen. Da sind wir schon bei den Beziehungen, denn kaum ein Kind ist in seiner Kindheit, und das keine Elternschelte, satt geworden an Liebe. Heißt, an bedingungsloser Liebe. Kinder werden geliebt, aber viele werden geliebt, und das ist dann eigentlich keine Liebe, für Leistung und für Verhalten. Ich möchte auch unterscheiden zwischen Anerkennung und Liebe. Es ist schön, wenn wir anerkannt werden, in der Familie oder im Beruf, nach dem Motto, das hast du toll gemacht, alle Achtung, das fühlt sich gut an.
Aber geliebt werden um unserer selbst willen ist noch was ganz anderes. Und das kann man natürlich prüfen dann im Alltag, ob ich geliebt werde, wenn ich mit einer scheiß Note nach Hause komme oder wenn ich mit blauem Auge nach Hause komme oder wenn ich ein Fahrrad kaputt gefahren habe oder sogar was geklaut habe und die Polizei bringt mich nach Hause. Ne? Da ist schon natürlich die Liebe spätestens da vorbei. Ja. Entsprechend haben wir, jeder Junge, jedes Mädchen auch gelernt, mehr oder weniger nicht liebenswert zu sein. Das heißt, Liebe ist das, erstmal jedes Kind braucht, ist vierfach abhängig. Es braucht Berührung, es braucht Körperkontakt, es möchte gesehen werden, es möchte, ja, es hat ein mental abhängig, Schatz, wie geht's dir? Dann interessiert sich einer für mich. Wenn das nicht passiert, dann verdummt ein Kind quasi. Ein Kind müsste, braucht emotionale Wärme, ein Mindestmaß an Geborgenheit, das ist emotionale Abhängigkeit. Und letztlich brauchst du noch, also noch finanziell abhängig, da sind wir noch ein bisschen länger. Das heißt, wir starten dieses Leben in einer vielfältigen Abhängigkeit. Wir sind allein nicht lebensfähig. Und davon muss man erstmal ausgehen, was braucht das Kind, was glaubt das Kind zu brauchen und wie glaubt es daran zu kommen. Also ich differenziere gerne zwischen Liebe und Anerkennung. Erstmal kann man es in einen Topf werfen, weil ich bekomme ja etwas, ich bekomme Energie. Aufmerksamkeit ist Energie, ne? Wenn ich auf das Kind Aufmerksamkeit richte, dann bekommt das Energie. Man hat festgestellt auch, dass selbst dass Kinder, die geschlagen werden, mehr Energie bekommen als Kinder, die ignoriert werden. Und das hat alles große Auswirkungen später für unsere Liebes, für unser Liebesleben, für unser Beziehungsleben. Das heißt, die meisten Menschen gehen aus der Kindheit und Jugend hinaus mit erstens einem Mangel an geliebt worden sein, an geliebt werden. Und zweitens mit einer Strategie, ich muss die Energie von anderen bekommen. Ich muss das Lob, die Anerkennung, die Bestätigung und letztlich auch Liebe möchte ich von anderen bekommen. Und der Irrtum dahinter ist, ich kann es mir nicht selber geben. Was für ein kleines Kind stimmt, aber für einen Erwachsenen nicht mehr stimmt. Und das haben die meisten Erwachsenen bis heute nicht begriffen. Also stürzen wir uns in eine sogenannte Verliebtheitsphase. Und die sieht schon für Psychiater etwas pathologisch aus. Denn wir verdrängen alles andere, was unserer Schokoladenvorstellung an der Frau oder am Mann nicht entspricht. Und verstecken alles, was uns an uns auch nicht gefällt. Ja, also Verliebtheit macht wirklich blind. Ähnlich wie die Wut. Beide haben das Phänomen der Blindheit. Wir wollen sozusagen blind sein. Wir täuschen uns sozusagen selber. Wir wollen nur das sehen, was schön ist an der Frau und an dem Mann und nett ist und so weiter. Und dann sagen wir, wir sind verliebt. Das ist eben die rosa Brille, die blind macht. Und auf diese Täuschung muss natürlich dann die Enttäuschung folgen. Und da sind wir bei der Liebe. Und dann fängt es erst an, ob in Mann und Frau so etwas wie Liebe ist, wenn die Enttäuschung kommt. Ja, also da vorher, ich sag mal, Verliebter ist eine Art von Hormonstörung. Ja, das ist ganz nett und wunderbar. Ich gönne das jedem, aber wenn das schon einer zwei, dreimal gemacht hat und in dieser Phase geglaubt hat, das ist der Mensch für mein Leben und ist dann runtergefallen, der wird sich am Kopf kratzen und das nächste Mal ein bisschen was hinter seine eigenen Kulissen gucken und sagen, stopp, 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 langsam. Da schaue ich doch erstmal, was bei mir und beim anderen an Molltönen da ist, würde ich mal sagen, ja. Wo ich sage, das ist ja interessant, also das hatte ich auch noch nicht, oder da piekt es mich aber, wenn sie mich nicht gleich lobt, wenn ich was Nettes für sie getan habe. Ja, weil das hat das Kind gelernt. Tust du was Nettes, bringst du ein Geschenk mit oder sonst was und dann sagst du, oh toll, toll und so. Ne? Ja, das sind dann die guten, positiven Enttäuschungen, wo sich dann nachher zeigt, ob wirklich sowas wie Liebe da ist. Absolut. Das zeigt sich auch gerne beim Scheidungsanwalt, wie viel Liebe so wirklich da war. Absolut, das ist ja das Zeichen. Ne? Wenn viele sagen, ich habe den Falschen getroffen, sagen auch viele, es gibt sehr viele unwahre Glaubenssätze rund um Partnerschaft und Liebe und ich habe den Falschen getroffen. Ich sage, du hast noch nie den Falschen getroffen. Im Moment ist er immer der Richtige. Es gibt im Leben keine Fehler und keine Zufälle. Von daher ziehen wir immer den Richtigen an und schieben das natürlich gerne dann auf den anderen. Ne? Das nach dem Motto, der war wirklich doof, aber da bin ich ein ganz unschuldiges Opfer und so weiter. Ne? Nee, da passiert natürlich auch in den letzten Jahren einiges. Es gibt viele Autoren, die da differenzieren und auch Menschen, die anfangen,
erstmal mehr Abstand zu gewinnen, so wie Kalle Gibran sagt, haltet Abstand voneinander. Viele Paare, die eben süchtig sind, viele sind süchtig nach einem Menschen, nicht nach Liebe, nach einem Menschen, um sich daran festzuhalten, um was zu bekommen. Viele haben wenig zu geben. Das heißt, die meisten Partnerschaften und Ehen sind heute, auch wenn sie oft schon 20 Jahre sind, die können ruhig was halten, gekennzeichnet dadurch, dass sie eine Bedürftigkeitsehe sind. Da treffen sich zwei bedürftige Menschen, die haben einen Bedarf an Liebe und hoffen, dass ein anderer den Bedarf decken kann. Ja, und das ist eine grundsätzliche Irrtum zu denken, da gibt es irgendwo auf der Welt einen Menschen und der kann mich glücklich machen. Ja, das ist der große Grundirrtum in Liebesgeschichten. Da leben natürlich unsere Romane und Filme von Titanic bis zum, was weiß ich, Romeo und Julia. Das eine geht ein Happy End aus, der andere stirbt jemand, hat ein Drama und so weiter. Aber das ist, ja, ich sag mal, das ist die größte Unterhaltungsabteilung, die wir haben. Die Liebe. Absolut. Ja. So dieses, bitte nur ein Partner, der mir alle Wünsche von den Augen abliest. Nichts anderes, bitte. Wenn der käme, ich glaube, das wäre kotzlangweilig nach 2 Wochen. Wahrscheinlich, ich absolut. Glaube, ja. Ja. Die meisten, die sagen, also wenn sie einen Wunschpartner haben und machen die Tür auf und er steht davor, die würden sofort die Tür zumachen. So, habe ich die für dich, Nein, das kommt mir nicht. Ja, stimmt. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Ja, ich glaube, das kann nicht sein. Ich glaube, dass die meisten nicht bereit wären, ihren wirklich Seelenwunschpartner zu empfangen, weil sie sich ihrer selbst abwertenden Gedanken und Gefühle wie Kleinheit, Scham, Schuld, Neid, Eifersucht und ihrer großen Verstrickungen mit den Schlüsselpersonen der Vergangenheit, Papa, Mama, Bruder, Schwester, nicht bewusst sind. Denn ich sage, wenn zwei sich treffen, dann treffen sich mindestens 4. Mhm. Zwei Männer, auch bei Geschlechtern, geht auch. 2 Erwachsene und 2 Kinder. Mhm. Ja, wenn heterosexuell, dann ist ein Mädchen bei der Frau und ein kleiner Junge beim Mann. Und das ist den meisten auch noch nicht. Es wird immer mehr bewusst, das innere Kind bekommt gerade sehr viel Aufwind im Bewusstsein der Menschen. Und wenn wir das nicht kennen, dann beginnt sehr schnell das Kind in der Frau oder das Kind im Mann, den Erwachsenen zu steuern. Hm. Und dann haben wir den Kinderkram. Mhm. Ja, da bekämpfen sich 2 Kinder. Wie gesagt, wenn einer was sagt, na, wie siehst du denn heute aus? Dann rutscht der andere gerne ins Kind und sagt, ja, was, fühlt sich angegriffen, sagt nicht, wieso, beschreib mal, wie sehe ich denn aus, ne? Sondern wird das sofort emotional, ne? Oder was ist da das Grüne in der Suppe, wie magst du das nicht und so weiter, koch doch selber. Mhm. Ne? Das sind so Beispiele, wo der eine ins Kind oder das Kind antickt und der andere selbst sofort das Angebot annimmt und sagt, ja, da gehe ich auch ins Kind. Mhm. Und deswegen ist sehr wichtig, bei Paaren zu sagen, sobald ich merke, dass emotional etwas hochkommt in mir, dass ich sage mir, bleib bei dir. Stopp. Wenn du merkst, da kommt die Wut hoch oder eine Erregung, eine Aufregung, keine sexuelle Erregung, sondern Aufregung, halt die Klappe, nimm tief Luft, geh zur Not nochmal aufs Klo und sag, vielleicht können wir später weiterreden. Ja? Das wird ja nicht am Anfang gelingen sofort, aber vielleicht nach ein paar Versuchen später, weil wir machen viel zu viel Porzellan kaputt, wenn wir aus der Haltung der kleinen, aufgeregten, wütenden, ängstlichen Kinder miteinander reden. Diese Kommunikation geht vor die Hunde. Absolut. Jetzt haben wir, wir leben in einer Welt, wo wir so viel Energie in Arbeit stecken. Ja? Also wir sind immer noch in diesem Höher, Weiter, Schneller. Das funktioniert nicht mehr, das bricht immer mehr. Ja. Und manchmal kommt bei mir so der Satz, wenn wir diese Energie, die wir in Arbeit stecken, auch in Partnerschaft mal stecken würden und da mal reinschauen würden, was da denn noch alles auch möglich wäre. Also natürlich spiegelt sich ja die Innenwelt immer im Außen. Dann hätten wir da auch schon einiges mehr Frieden auch. Wie siehst du das Ganze? Es ist ein schöner Zusammenhang, wenn man mal vergleicht, die Energie, die wir in Arbeit stecken. Wir verbringen die meiste Zeit bisher noch in der Arbeit und danach im Bett, also allein beim Schlafen meine ich. Und da ist schon was dran, da hast du recht, denn wir arbeiten ja oft auch das allein, die Qualität, wie wir arbeiten. Wir arbeiten sehr viele jedenfalls nicht aus der großen Freude heraus. Heißt, die meisten kommen abends erschöpft nach Hause. Es geht also für mich erstmal um das Wie arbeite, wie lebe ich? Und wenn ich natürlich erschöpft nach Hause komme, dann kann ich weder für mich noch für meinen Schatz wirklich da sein. Da komme ich quasi wie ein, naja,
ich will nicht sagen wie Behinderter, aber wie ein sehr bedürftiger Mensch nach Hause, der entweder übermüdet ist, gestresst ist, der emotional durcheinander ist, der leer ist, der frustriert ist, der sich aufgeregt hat und so weiter. Das ist für eine Partnerschaft schon mal pures Gift. Deswegen würde ich weitergehen, als wir uns sagen, bevor wir uns um die Frage kümmern, wenn wir die Energie, die wir, wenn wir mehr Energie hätten, sagen wir es ganz neutral, wenn wir anders arbeiten und leben würden und hätten mehr Energie, wo sollen wir die hinstecken? Die würde ich erstmal lenken auf uns selber. Ja. Das heißt, dafür sorgen, dass in unserem Energiehaus, unser Körper, unser Energiekörper ist ein Energiehaus mit mentaler Energie, Gedanken, Überzeugung, mit emotionaler Energie, Gefühlen. Wir haben Empfindungen des Körpers, das ist auch keine grobstoffliche, materielle Energie. Das heißt, und die dürfen uns kümmern. Und zu viertens, wir sind ein vierfaches Wesen. Nochmal mental, emotional, körperlich und spirituell. Das heißt, wir haben ein Herz. Und die wenigsten Menschen haben einen lebendigen Kontakt zu ihrem Herzen. Können sagen, Herz, was bringt dich zum Singen? Folgen der Stimme ihres Herzens, weil dafür darf man etwas ruhig werden und still sein. Und können dann noch auch ihrem Partner sagen, du Schatz, wenn ich das reinspüre, fühle ich, das hier stimmt so für mich nicht. So kann ich erst mit meinem Partner umgehen, wenn ich ein gerüttelt Maß an Zeit, Ruhe, Stille, Muße, Besinnung für mich habe. Und darum sage ich den Menschen immer, sorg dafür, dass du mit verschiedenen Zeitabschnitten von 15, 20 Minuten, verschiedenste Abschnitte über den Tag verteilt, letztlich anderthalb Stunden Zeit für dich und dein Innenleben hast. Das halte ich für heute notwendige Basis, nennen wir es mal Psychohygiene für uns, dass wir klären, unsere Gedanken klären, was denke ich überhaupt über mich, was denke ich über Frauen, was denke ich über Männer, was denke ich über meinen Körper, was denke ich über das Leben und so weiter. Denn das bringe ich ja alles in die Partnerschaft mit ein. Absolut. Ja, ohne dass ich gleich, ich liefere nicht gleich 1000 Aufsätze ab, hier lies mal durch, dann weißt du, wer ich bin. Ja? Sondern ich strahle jeden Moment alles aus, was ich denke, fühle, was ich erlebt habe. Ich bringe meine gesamte Vergangenheit mit. Bin ich mit Papa und Mama bis heute verstrickt, bringe ich das in die Partnerschaft mit, ohne dass ich ein Wort drüber rede. Ja? Mhm. Wenn ich mit meinem Vater immer noch nicht im Frieden bin, Arschloch oder so, also denke, er hätte das nicht tun sollen. Oder die Prinzessin von Papa war als Beispiel, sehr wichtig für Beziehungen. Oder der Prinz von Mama. Dann fließt das störend in die Partnerschaft, in die Kommunikation, das Miteinander mit dem Partner ein. Und das dürfen Menschen mehr und mehr verstehen, lernen es zu klären in der Liebe zu sich selbst und was du in der Liebe zu dir, aus der Liebe zu dir heraus selber tust und klärst und Frieden schaffst und dein Herz befreist zum wirklichen Atmen und Freude, das tust du auch für die Partnerschaft. Das heißt, das ist der bessere Partner, der ein bisschen mehr was tut für sich. Und Klarheit, Frieden und Freude in sich erschafft. Das ist ja natürlich der, für viele der Wunschpartner. Jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt, diese 1,5 Stunden am Tag. Also wir wissen, wenn wir stinken, dann gehen wir spätestens da, gehen wir unter die Dusche. Aber im Normalfall die meisten einmal am Tag oder wie auch immer. Das ist für uns eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber diese Reinigung des Geistes oder ne, sich einfach mal diese Zeit für sich zu nehmen, außerhalb dieser Dusche im Bad, da sagen zwar viele, also ich erzähle das auch immer ganz gerne und die meisten, die allerwenigsten tun das. Warum glaubst du, ist das so? Da haben wir eine Hemmung vor. Erstmal haben wir keine Tradition im Westen. Der Westen ist mehr außenorientiert auf das Machen und Tun, auf das männliche Prinzip. Da gehen wir gerade hin in der Transformationszeit zu einer Balance zwischen weiblichem und männlichem Prinzip. Später noch mehr dazu. Dann haben wir eine, ja, wir haben erstmal keine Übung darin. Viele denken, das ist Spückskram, Spiritualität, was ist das für ein paar Spinner oder sowas. Das heißt, es mangelt wirklich an breiter Öffentlichkeitsarbeit, wie wesentlich es ist. Da muss man keiner Religion angehören und keiner Sekte und sonst was, um zu begreifen, dass wir Wissenschaftler erforschen, ja, wir denken 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Aber wir wissen in der Regel nicht, was wir denken. Das werden die meisten hier nicht glauben, aber es ist so. Ja. Wenn ich frage, was denkst du denn über das Leben? Und dann sage ich, wie meinst du? Ja, du hast Gedanken über das Leben selbst. Und was denkst du? Dann fangen die erstmal an, so nachzudenken und merken es nicht.
Wir haben aber alle Gedanken gehört über das Leben, und zwar sehr verurteilende Gedanken, wie das Leben ist ungerecht. Im Leben bekommt man nichts geschenkt. Das Leben ist kein Wunschkonzert, kein Hobby, kein Ponyhof, ne, und kein Zuckerschlecken. Bei mir im Rheinland hieß es, Robert, das Leben ist wie eine Hühnerleiter, kurz und beschissen. Ne, da haben wir drüber gelacht. Aber wenn du das 100 Mal, wenn du das 100, 200 Mal gehört hast, dann glaubt ein Kind da was, dann bleibt was hängen. Ja. Jeweils haben die wenigsten gelernt von uns zu sein, das Leben, Schatz, das Leben ist das größte Geschenk, was du bekommen hast. Das Leben ist so etwas Großartiges, dass du leben kannst, dass du dich bewegen kannst, dass du denken, fühlen, sprechen, empfangen und geben und feiern und lernen und dazulernen und umlernen und neu denken und neu entscheiden, dass du erschaffen kannst jeden Tag mit so vielen Dingen, dass du eine freie Wahl hast, dein Leben da und dahin zu steuern, dass du dich verbinden kannst in Gemeinschaft, nicht nur mit einem Menschen, dass du der Gemeinschaft dienen kannst, dass du eine Balance schaffst, also unendlich, ja, wenn wir das Leben beschreiben müssen, dann wirst du nicht fertig werden, weil das Leben ist ein riesiges Wunder. Ja. Ja, und das ist, da die Eltern nicht in der Wertschätzung von Leben sind, können sie, das kann nie eine Elternschelte von mir, ich sage immer, wenn wir 20 Minuten einen Film sehen würden, wie unsere Eltern aufgewachsen sind als Kind, dann würden wir sofort anders denken. Ja. Sofort. Absolut. Ja. Nicht nur für die Jahrgänge meiner Eltern, Jahrgänge 1910, 1912, auch für die in den 50er und 60er geboren. Das heißt, wir dürfen, wie du es richtig sagst, wir dürfen uns Zeit nehmen, um Gedanken zu klären, wäre eine Sache. Zum Beispiel auch mit Byron Katie, The Work, ist dieser Gedanke wirklich wahr, was ich da denke über mich? Ja. Wenn du Frauen fragst, wer hat schon mal zum Beispiel gedacht, so wie meine Mutter möchte ich es nicht machen. Ich möchte anders sein als meine Mutter. Dann zeigen 70-80% aller Frauen sofort auf. Und wenn ich dann aber nachfrage, ja mal ganz ehrlich, das habt ihr damals schon gesagt, ganz ehrlich, wer hat schon bemerkt, dass du so ganz anders wie deine Mutter doch nicht geworden bist? Dann zeigen nochmal 40-50% auf. Ja? Das allein, das ist zum Beispiel ein Ding, wenn ich sage, ich will nicht so sein wie mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, mein Chef oder mein Partner. Dann sagt das Leben, du erschaffst gerade etwas. Wenn du nicht so sein willst, das, wo du gegen bist, genau dem gibst du Nahrung, isst du Energie. Ja? Letztlich wirst du dazu. Und besonders, wenn du etwas, je negativer die Einstellung ist, wenn du etwas oder einen hast mit Doppel-S, dann wirst du zu dem. Und das verstehen die meisten noch nicht. Die sagen, das ist doch ein Arschloch, den muss man doch verurteilen, diese dumme Sau und das, und so will ich nie, und so will ich nie, und so will ich nie. Die haben natürlich noch nicht das Wissen und Bewusstsein, dass wir immer alles sind. Es kommt nur auf die Maße an und auf die Balance in uns. Jeder hat sogenannte böse Anteile oder das, was wir böse nennen. Jeder hat Gier und Neid und Eifersucht und Missgunst und was alles, ja, und auch narzisstische Züge in uns. Ja, jeder hat da was in sich. Nur die Frage ist eine Frage des Maßes und der Selbstbeobachtung. Und der Selbstliebe und der Selbstkritik möchte ich gar nicht mehr sagen. Durchaus schon ein kritisches Verhältnis zu uns selbst, nicht im Unliebefall, sondern dass man sehr ehrlich und wahrhaftig ist zu sich. Dass man über Schwächen reden kann, dass ich zum Beispiel meinem Partner sagen kann oder von meinen Schwächen erzählen kann. Dass ich nach Hause komme und sage, Schatz, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Ich habe mich heute so geschämt bei meinem Chef. Ne? Ja. Wer das machen kann als Frau oder Mann, der ist schon ein Stück weiter. Absolut. Ja. Und du hast es ja eben auch so schön gesagt, also ich meine, wir haben jetzt darüber gelacht, so mit der Hühnerleiter und so weiter. Ja. Als Erwachsene lacht man darüber, aber eigentlich ist es nicht wirklich witzig. Wenn ich jetzt durch meinen Freundeskreis hindurchgehe und ich komme ursprünglich aus der Modebranche, da hatten wir einen ganz großen Freundeskreis und gerade auch in dieser ganzen Model-Szenerie und so weiter, wo du glaubst, sie haben das totale Selbstbewusstsein, da ist nichts dahinter, nada. Also da noch weniger als irgendwo anders. Und wenn ich alle durch gehe, kann ich nur eine Freundin nennen, wo ich weiß, dass die Eltern sie immer wieder gefördert haben und immer wieder in dieser bedingungslose Liebe wahrscheinlich auch nicht, aber sehr viel in dieser Liebe, wir akzeptieren dich so, wie du bist und du darfst alles werden und so weiter. Alles andere, alle anderen Eltern, ohne ihnen jetzt einen Vorwurf zu machen, weil es war eben so, haben das anders gelebt. Jetzt ist es ja, wir sind jetzt wieder eine neue Generation.
Und trotzdem erlebe ich es auch immer wieder, auch da im Freundeskreis zu Kindern und so weiter, wie du schon auch gesagt hast, diese Wiederholung. Wie schaffen wir es, aus diesen alten Wiederholungen, die einfach nichts Positives fördern, herauszukommen? Es ist nur eine Frage des Einzelnen. Mhm. Es gibt genug Angebote, es gibt genug natürlich sehr widersprüchliche Literatur über Kindererziehung und Beziehungsliteratur, was meinst du, wie viele Bücher es im Buchhandel gibt über Beziehung. Ja. Im November kommt noch eins von Robert Betz dazu. Liebesglück ist keine Glückssache. Aber jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, worauf will ich denn meine Aufmerksamkeit legen. Ja, wenn ich die einfache Frage stelle einem Menschen, sag mal, was willst du denn hier eigentlich wirklich? Dann sagt er auch, wie? Ja, du stellst Fragen. Ich sage, du hast ja ein Leben, du bist vielleicht 40 oder 50 und du hast noch 40, 50 Jahre, wenn es gut geht und wenn du was für dich tust. Was für einen Sinn soll dein Leben haben? Oder noch pointierter gefragt, wenn du einmal stirbst mit 80, 90 hoffentlich oder noch später, mit welchem Gefühl, mit welchem Blick zurück möchtest du einmal gehen können? Ich sage, ich habe mich entschieden, einmal gesund und glücklich zu sterben, egal wann es ist, morgen oder in 20, 30, 40. Das halte ich für eine günstige Entscheidung. Aber dann darf ich auch was für tun. Dieses glücklich sterben können fällt nicht vom Himmel. Ja, darum ist ja das mich selbst glücklich machen und mich selbst lieben ein zentraler Punkt meiner Arbeit. Weil, nochmal gesagt, der Mensch, der seine Schöpferkraft mit seiner Liebe verbindet, der wird nicht umherkommen, sich selber zu lieben. Und das ist die Veränderung der Welt. Wir wünschen uns alle eine andere Welt, eine gerechtere, schönere, liebevollere etc. Aber wie Mahatma Gandhi gesagt hat, dann sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt zu sehen wünschst. Das heißt, anders gesagt, es sieht in der Welt genauso aus wie in fast allen unseren Familien. Ich frage immer, wer hat denn eine Großfamilie mit Onkeln, Tanten, Neffen, Nichten, wo ihr alle ein Herz und eine Seele seid? Geht das schon mit dem Bruder, mit der Schwester fast in allen Familien los? Das heißt, da gibt es Missgunst und Eifersucht und Neid und Ausgrenzung und alle möglichen Dinge, aber keinen Frieden. Da sind die kleinen Kinder am Werk. Diese Welt sieht zurzeit noch wie ein Kindergarten aus. Ein Kindergarten mit vielen ängstlichen, wütenden, einsamen, schuldig fühlenden, sich sehnsüchtigen, nach Liebe sehnsüchtigen Menschen, kleinen Menschen in erwachsenen Körpern. So sieht die Welt aus. Und diese Welt kann sich deswegen nur ändern über diesen, nennt es mal Technikfaktor Liebe, über Liebe. Das heißt, die meisten glauben nicht an die Macht der Liebe. Ich glaube, die Liebe ist die größte Macht im Himmel und auf Erden. Und das Schöne ist, sie ist in uns. Es braucht keine Jahrhunderte, bis diese Welt sich geändert hat. Ich bin sehr optimistisch. Also ich bin jetzt 68 oder im September werde ich. Und ich werde das noch erleben. Eine neue Erde, neue Menschheit. Weil es geht jetzt sehr schnell. Es geht jetzt so exponentiell nach oben. Das sieht man an allem Möglichen. Ja, es kommt auch an, welche Brille du aufsetzt, ob das jetzt Klimakatastrophe nimmst und sonst was. Ich sage, wenn es von Klimakatastrophe die Rede ist, dann sage ich, schauen wir doch mal in unser Klima. Schauen wir doch mal in das Klima deines Energiekörpers. Wie sieht es denn in dem Klima deiner Partnerschaft aus? Wie sieht denn deine Beziehung zu deinen Ex-Partnern aus? Wie sieht deine Beziehung in deiner Herkunftsfamilie aus mit Bruder und Schwestern? Und so weiter. Wie sieht denn das Klima in deiner Abteilung aus, wo du arbeitest? Ist das ein tolles Friedensfreude-Klima? Und das ist bei, wollen wir mal sagen, 70%, 80%, 90% nicht. Ja, du sagst, ich gehe mit solcher Freude meine Arbeit, also ich könnte die abknutschen, meine Kollegen, weil die sind so herzlich und wir treffen uns auch mindestens einmal die Woche am Abend und so weiter. Das ist nicht der Normalfall. Ja, wenn wir da jetzt noch ein bisschen mehr den Blick reinwerfen, also du hattest vorhin schon von den, ich weiß nicht, ob du es nur auf Männer bezogen hast, aber es ist ja natürlich beiderseitig, man geht um 8 Uhr morgens, ist man auf der Arbeit und dann ist um 6 oder um 7 Feierabend und dann kommt man nach Hause, ist platt, die Arbeit erfüllt einen nicht, dann lenkt man sich noch ab mit Netflix, weil diese innere Leere will ja irgendwie gefüllt werden und so weiter. Was da ja wirkt, sind unter anderem ja ganz viele Ängste, die in sich getragen werden. Und was ich auch in meiner Community gefragt habe, war mal so das Thema einmal Bedürfnisse. Wie sehr kennt ihr eure eigenen Bedürfnisse? Wer hat in Partnerschaften eigentlich Visionen? Und das Spannende war, von den partnerschaftlichen Visionen waren 60%, die gesagt haben, wir haben keine partnerschaftlichen Visionen. Und das ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil das war natürlich dann mehr als 50%. Und ich habe jetzt gedacht, naja, wir sind bestimmt vielleicht bei 30 oder vielleicht 20 oder so. Aber nein, es waren wirklich 60%. Und
daran sieht man aber auch, wie unsere eigenen Themen uns doch oft nicht bewusst sind. Ja, mach das mal konkret. Ich finde den Begriff schön, partnerschaftliche Vision. Da verstehst du darunter Gedanken, wie wir gemeinsam unsere Partnerschaft leben und gestalten können, entwickeln können. Also richtig verstanden. Mhm. Vision, ja? Ja. Dass man sich also überhaupt Gedanken macht, wie, Schatz, wollen wir jetzt und morgen und übermorgen, wohin wollen wir uns entwickeln, was soll das Wichtige sein, was soll das weniger Wichtige sein, wofür wollen wir Zeit und Energie investieren und so weiter, das meinst du? Ja, absolut. Also zum Beispiel als Beispiel dieses, wenn du in einer Partnerschaft, wenn der eine gerne Familie jetzt möchte und der andere möchte aber lieber frei sein und auf Weltreise gehen beispielsweise, dann wird diese Partnerschaft ja nicht funktionieren. Genauso, wenn du ein Geschäft hast und beide Geschäftspartner haben aber andere Ziele, dann auch da wird es nicht so ganz funktionieren. Und dieses, also entweder ist es so, ich habe immer mal nachgefragt, ich habe auch bei Einzelnen nachgefragt, da wollen sie nicht so ganz drauf antworten. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Thema ist, dieses, ich habe vielleicht andere Bedürfnisse als mein Partner. Und wenn ich die jetzt äußere, hat das vielleicht zu heißen, dass wir uns trennen und davor drücken wir uns. Oder eben, sind ihnen diese Bedürfnisse erst gar nicht bewusst. Beides stimmt, du hast vollkommen recht. Es ist die Angst, die Partner regiert, Männer und Frauen in Partnerschaft. Die Angst ist, dass der große Gegenspieler zur Liebe hier bei uns, wir sind hier in einer Welt der scheinbaren Abwesenheit von Liebe, in einer Welt der Angst hineingekommen und erzeugen sie jederzeit selber. Wir denken sehr viele Gedanken, die Angst erzeugen. Hm. Und Angst ist ein Magnet, heißt Angst wirkt, wovor ich Angst habe, wirkt magnetisch. Wenn jemand Angst hat, dass sein Partner mit einem anderen ins Bett geht, und diese Angst ist sehr groß, dann sage ich, dann muss der andere das tun. Das heißt, du ziehst es an, du kreierst es geradezu. Ja. Ja, Angst ist schöpferisch. Und das lehnen natürlich viele empört ab, weil das kleine Kind sagt, das ist aber schlimm, das geht aber nicht. Doch, wir dürfen, wenn wir wirkliche Liebesbeziehungen leben wollen, ganz egal in welchem Modell, zusammen oder was weiß ich, oder mehrere Partner und was nicht alles, das ist für mich alles sekundär. Wenn wir wirkliche Liebe leben wollen, Liebespartnerschaften, dann dürfen wir sehr mutig und wahrhaftig werden. Das heißt, du darfst eine Entwicklung machen, erleben hin zu dir selbst. Das muss jetzt erst 10 Jahre Eremitentum bedeuten, aber sie, wohl Frau als auch Mann, dürfen anfangen, sich zu entscheiden, was will ich denn mit mir selbst anfangen? Da sind wir bei einem großen, wo schon, ich sag mal, 60-70% in Anführungszeichen durchfallen würden bei dem Test. Kannst du denn wirklich glücklich, fröhlich mit dir alleine sein? Ja, ich habe eben gesagt, 1,5 Stunden wäre für mich am Tag wichtig, mit mir alleine zu sein. Da kann ein Waldspaziergang zugehören, da kann eine Meditation zugehören, da kann was anderes dazugehören. Aber wirklich mit mir und fokussiert auf mich, nicht abgelenkt durch, ich mache da mal was am Computer oder sowas, sondern ich und ich. Ohne Handy, ohne Hilfsmittel technischer Art. Mhm. Und dann empfehle ich den meisten, und das ist noch ein etwas größerer Test, alle 2 Monate verbringen, bitte, entscheide dich, meine Empfehlung, mit dir allein ein ganzes Wochenende, und zwar nicht zu Hause in deinem vertrauten Heim, sondern in einem etwas reizreduzierteren Umfeld, zum Beispiel in einer preiswerten Pension, in einer schönen Landschaft. Mhm. Und verbringe mindestens 3-5 Stunden am Tag draußen mit einem ganz normalen Spazierengehen, wie man das nennt. Mhm. Nicht Walking oder sonst was. Zeit mit dir in der Muße, setz dich ab und zu hin, wenn Sommer ist, und lehn dich an einen Baum. Aber verbring mal 2 Tage, und zwar alle 2 Monate, mit dir. Das ist ein Test, wie sehr du dir wirklich schon nahe bist. Ja? Das heißt, wir sind sehr weit von uns selbst entfernt. Und wenn ich nicht weiß, wenn ich keinen Kontakt zu meinem kleinen Robert habe, wenn ich nicht weiß, was ich zu meinem Körper fühle, wenn ich nicht weiß, wie verstrickt ich mit meiner eigenen Vergangenheit bin, wenn da noch Unfrieden herrscht, nochmal, dann bin ich für meinen Partner eine Belastung. Mhm. Das heißt, das belastet die Partnerschaft. Ja, da kann ich noch so viel drüber reden, dann nachher auch den Mund aufmachen, aber meine Partnerin ist kein Therapeut. Ja? Ja. Man kann auch viel reden, aber man kann auch viel zerreden. Aber es gibt einfach große Teile, dafür bin ich, der Mann oder du, die Frau, verantwortlich. Nach dem Motto, kläre bitte die Basissachen mit dir. Mhm. Wie stehst du zu dir? Was denkst du über dich? Warum bist du überhaupt auf der Welt? Was ist für dich wichtig, wesentlich, und was ist nicht wichtig? Das sind einfach Dinge, da kann man nicht hingehen mit Partner, jetzt wollen wir mal darüber reden, wer bist du und wer bin ich und bla bla bla. Ja, wenn in mir Unklarheit ist, dann kommt da Unklarheit mit Unklarheit zusammen. Das ist Unklarheit durch hoch 4. Ja. Absolut.
Die machen keine klaren Dinge. Da kannst du 5 Stunden reden, ne? Und erst recht noch mit Alkohol am Ende noch. Also, und versuchen am Gras zu ziehen. Ja. Und gießen, übergießen, all das. Ja, ja. Also das kann man vergessen, ja, dann. Ne? Von daher ist es eine, ich sage heute, jeder hat eine, ich würde heute jedem eine Selbstverpflichtung geben, das, was dich ausmacht im Innen, bis zu einem bestimmten Maße selber zu klären und dich zu nähren auch. Heißt, die Frage, wir haben eben davon gesprochen, dass abends viele müde und kaputt sind, da passt die Frage rein, was nährt dich eigentlich im Leben, nicht nur am Wochenende, was nährt dich jeden Tag und was zehrt dich aus? Und auch hierzu haben die wenigsten eine bewusste Entscheidung getroffen. Man kann spüren, nährt es mich, auf die und die Art aufzustehen und den Tag hinein zu hetzen? Welches nährende Buch lese ich? Pflege ich nährende Freundschaften, etwas Wichtiges für Partnerschaften? Ich sage, eine Partnerschaft, Frauen und Männer benötigen 1, 2, 3 gute Freunde. In der Regel die Frau Freundinnen, es gibt auch gegengeschlechtlich, aber besser wäre erstmal Frau und Freundin, Mann und 2, 3 Freunde. Mindestens ein, aber eines ein bisschen wenig, mit denen ich wirklich über alles reden kann. Das ersetzt nicht die Partnerschaft. Ich kann mit Freunden anders sprechen als mit meiner Partnerin, ohne dass ich der was verschweigen will. Aber wenn ich als Mann zum Beispiel spüre, ich weiß nach 10, 12 Jahren irgendwann nicht mehr, ob ich meine Frau wirklich liebe, dann werde ich nicht zu meiner Partnerin sagen, du, ich weiß nicht, ob ich sie noch liebe. Ja? So, dann hat sie die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt, also soll sie damit klarkommen. Aber wenn ich meinen Kumpel sagt, der schon 20 Jahre mit seiner Frau sagt, sag mal, kennst du das? Ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten, ich weiß ja, ob ich meinen Schatz noch liebe. Und dann sagt er, kenne ich auch, können wir darüber reden. Ach, wie ist denn umgegangen und so weiter. Ja, von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau hat das dann eine ganz andere Ladung, nicht die Spitzenladung, wo es dann gleich explodiert schnell. Es gibt Themen, da kann ich erstmal mit einem Menschen, muss kein Therapeut sein, sondern kann ein guter Freund sein, sprechen. Und Klarheit schaffen. Und das, ja, ich brauche also, wenn wir mal von Energie, du hast von Energiemanagement quasi gesprochen, wir haben einen Energiekörper und der will geordnet sein, da wird Freude drin sein. Wir benötigen jeden Tag, wir benötigen im Leben, in der Woche, im Monat, Zeit mit uns, Zeit für den Partner. Wenn Kinder da sind, auch Zeit für die Kinder, wirklich für die Kinder. Zeit für Freunde, Zeit für ab und zu Familie, Herkunftsfamilie, ne? Aber diese Art der Beziehung, ich habe Zeit für meine Arbeit, ich habe Zeit für mein Innenleben, ich habe Zeit für meine Partnerschaft, da darf jeder mal gucken, wie viel Zeit und Energie und Liebe schenke ich denn dem? Ja, wo ich wirklich für meine Partnerin da bin, nicht weil wir gerade wieder was Nützliches machen und Pizza backen, sondern ja, weil ihr sagt, Schatz, lass uns mal Zeit nehmen oder lass uns darüber reden, wie wollen wir es machen? Wann wollen wir einfach füreinander da sein, ohne dass wir Tatort gucken oder sonst was machen? Wir zwei. Ja. Ja. Und da lohnt es sich, dass man in der Woche mindestens einen Abend dafür reserviert, vielleicht am Wochenende, wenn man da nicht dauernd unterwegs ist, auch einen Nachmittag oder halben Tag oder so. Also einen heiligen Raum. Mhm. Und sagt, der bleibt für uns fix, der macht mir nichts, du machst keinen Termin, ich mache keinen Termin, der ist für uns, dein Schatz, okay? Ob du dann ins Bett gehst und Sex machst, ob du ins Kino gehst oder schön essen gehst, ob du in den Wald gehst, spazieren, das ist völlig egal. Aber Begegnung, ja, für mich ist eine funktionierende Partnerschaft, hat eine Bewegung, da begegnen wir uns und dann gehen wir weiter, dann gehen wir ins Leben rein und dann kommen wir wieder zusammen, ob am Abend oder am Wochenende. Aber das hier, da darf man fragen, ist das wirklich Begegnung? Ja, schauen wir uns an, fühlen wir, halten wir auch mal die Klappe, können wir 5 Minuten, ob wir die Hand halten, nicht im Sex, sondern über die Hand halten, uns anschauen und die Klappe halten. Geht das? Viele können das nicht. Sie sagen, was sollen wir da machen? Klappe halten. Ja, das ist ja Beziehung. Erst dann fließt der Energie. Ne? Wenn zwei sich anschauen und den Mund halten, fließt sehr viel Energie. Da kommt Bewusstsein rein. Ich bin ja ein absolut großer Fan von der Augenmeditation, kennst du ja bestimmt auch. Ja. Und ich erlebe das immer wieder, also auf Retreats, das ist immer das Erste, was ich mache oder eines der Ersten, ist die Augenmeditation, um eben Gruppen zusammenzuführen. Und es sind regelmäßig ja Paare dabei oder als ich im Park Outdoor-Yoga gegeben habe und bei so Specials, bei Paaren, die 10 Jahre, 15 Jahre zusammen sind, da laufen bei beiden sowas von die Tränen, weil sie sich noch nie so begegnet sind. Und jedes Mal bin ich so berührt, einfach weil das so faszinierend ist, diese Energie zu sehen, die zwischen den beiden fließt. Und
wie oft tun wir so etwas wirklich bewusst miteinander sein, ohne eben dieses aufs Handy schauen und so, wie du es schon eben sagst, ja. Und wie würdest du denn sagen, von was dürfen wir uns verabschieden in diesen oder um in neue Partnerschaften zu kommen? Natürlich ist es immer wieder ganz, ganz wichtig, dieser eigene Prozess, aber eben auch wenn wir in neue Partnerschaften hineinfließen. Wir dürfen erst bewusst machen, welche Erwartungen habe ich denn bisher an meinen Partner? Denn die Erwartungen sind Gift für die Liebe. Ja, jeder hat Erwartungen. Ich hätte gerne, dass er das, dass sie das, dass sie das und dass sie das nicht und sonst was. Das merke ich aber, wissen die meisten auch theoretisch nicht. Sie sind sich nicht dessen bewusst. Das merke ich erst, wenn ich enttäuscht bin über sein Verhalten von meinem Schatz. Wenn er nach Hause kommt und erstmal in den Kühlschrank geht, anstatt mir Hallo zu sagen, als Beispiel. Da kann ich feststellen, welche stillen, mir unbewussten Erwartungen sind bisher da. Und die kann ich dann, damit kann ich arbeiten, im Sinne von, ich hätte gerne, dass mein Partner mir mehr zuhört. Ne? Das wird einem dann klar, ich möchte, dass er mir mehr zuhört. Und dann stelle ich die Frage, und wie oft hörst du dir selber bewusst zu? Und daraus kann ich eine neue Entscheidung treffen. Kann ich spüren, da bin ich betroffen. Ich erwarte, dass mein Partner mir zuhört, aber ich höre mir selber meinen Gedanken nicht zu. Oder dem kleinen Kind oder meinen Gefühlen. Im Sinne von, ich fühle meine Gefühle. Das wäre ein Ding. Das wäre also mit einem Mindestmaß an Bewusstheit, was will ich denn, du hast eben von Visionen gesprochen, hingehe und mit meinem Partner sage, auch gerade am Anfang der Partnerschaft, wie wollen wir es denn machen? Ja, was hast du für Wünsche? Ich sage, Wünsche können wir haben, aber überlass deinem Partner, ob er die Wünsche erfüllen kann. Na? Ja. Es ist schön, jeder darf Wünsche haben. Aber ich sage, ich möchte, dass du das aber erfüllst, dann ist der Wunsch kein Wunsch, sondern eine Forderung. Mhm. Ja? Und diese Erwartung und erst recht Forderung, also man kann alle Sätze aufschreiben, er sollte, sie sollte nicht und sie hätte nicht sollen und er hätte nicht sollen und so weiter. Und diese Sollensätze darfst du umdrehen und sagen, dann gebe ich mir selber das. Ja? Mhm. Und kannst dann entscheiden, ich bin bereit, mir selbst das zu geben. Und das soll zu streichen, denn ich bringe den anderen in eine Schuld. Ja? Wir haben das in der Rechnungswesen, aber das soll und haben. Soll und haben, ja, soll ist Schulden und haben ist Guthaben. Und sobald ich einen Satz denke, wie mein Mann sollte mehr Zeit für mich haben, setze ich meinen Mann unter Druck und zwar in eine Bringschuld und sage unterm Strich, Schatz, ich liebe dich erst, wenn du mehr Zeit hast für mich. Ja. Und das wollen die meisten Menschen nicht, sie sind sich dessen nicht bewusst. Darum möge sich jeder aufschreiben, alle soll und sollte nicht Sätze, die ich gegenüber Partner habe oder auch gegenüber die Ex-Partner, das spielt ja mit rein in die jetzige Partnerschaft, was der Ex-Partner für Mist gebaut hat, das soll der jetzige Partner nicht bauen. Ja, bitte Denken. Nicht. Ja? Eben, und dann kann ich mir zwei Sachen machen. Ich kann erstens mir bewusst machen, gebe ich mir das selber, was der andere sollte. Zweitens kann ich die Soll zurücknehmen und kann sagen, du Schatz, ich fühle mich sicherer, wenn du weg bist abends, ob du Geschäftstermin hast oder so, und du weißt immer zurück, dass du mich anrufst, wenn du weißt, es wird später. Ganz was Einfaches, ganz was Einfaches. Ich habe Angst, warum auch immer, wenn du weg bist, hatte ich schon als Kind vielleicht, wenn Mama, Papa weg war, wenn du weg bist, bitte ruf mich doch frühzeitig an, dass du um 1 oder 2, nicht vor 2 nach Hause kommst, dann mache ich mir im Bett keine Gedanken. Ne? Das ist ein ganz einfacher, liebevoller Wunsch. Würdest du mir den Wunsch erfüllen? Ne? Und wenn der eine dann nicht im Herzkontakt ist, sagt, hast du einen Blödsinn, das ist aber so, dass du in deinem Alter bis 45 noch und so weiter. Ne? Und dann fühlt sich diese Frau aber völlig nicht verstanden und nicht angenommen. Ne? Das nur als ein Beispiel. Das heißt, die Erwartung ganz konkret, wir leben ja, wenn wir, egal ob du 2 Wohnungen hast oder in einer Wohnung, dieses Beziehungsleben besteht halt aus Senden und Empfangen. Mhm. Ich sage etwas von mir und es wäre schön, wenn viele wirklich von sich etwas sagen, ohne jetzt den ganzen Tag zu psychologisieren, ja. Aber sagen, Schatz, mich hat das wirklich gefreut, dass du gestern da geblieben bist oder dass du dich, ich habe 4 Glas Wein getrunken und ich danke dir, dass du mich nicht verurteilt hast, dass ich betrunken war. Mhm. Als Beispiel. Ja. Das bringt Nähe. Ja. Das bringt Nähe, wenn ich. Und da sind wir bei dem Punkt der Verletzlichkeit, was viele vermeiden natürlich, weil das wehgetan hat in Kindheit und Jugend.
verletzt zu werden. Aber sich selber verletzlich zu zeigen, bedeutet, ich sage etwas, ohne dass ich weiß, ob der andere mir eine reinhaut oder dafür mich verurteilt. Aber ich mache das Tor auf, dass er sich auch verletzlich zeigen kann. Das halte ich für einen der wichtigsten Punkte in einer Partnerschaft. Dass der eine, meistens fängt einer damit an, nicht parallel fangen wir an. Einer fängt mit an, so wie die Frauen bei mir in Seminare erst kommen, da kommen die Männer hinterher. Ja, ihr Frauen seid die Initiatoren der Transformation. Es gibt auch ein paar Männer, die ihrer Frau vorangehen, aber meistens die Frauen. Das finde ich schön. Ja. Ja. Insofern darf da der Mut bestehen. Ich bitte jeden, den Mut aufzubringen, den Mut zur Verletzlichkeit. Sich so zu zeigen, wie er nicht die Schokoladenseite aussieht. Zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, da fühle ich mich noch schuldig meiner Schwester gegenüber, weil damals ist das so gelaufen und so weiter. Und meine Mutter auch. Und wenn ich an meine Mutter denke, da wird man noch manchmal schlecht vor, und so weiter, ja. Also ich hätte meinen Vater schon mal umbringen können, weil und so weiter, ohne mich jetzt als Opfer im Opfersein zu suhlen. Ja, aber ich schäme mich, wenn und so weiter. Und ich habe Angst, wenn wir zusammen auf eine Party gehen, dann fühle ich mich ehrlich gesagt so unsicher. Ich habe gar nicht den Mut, irgendjemand anzusprechen. Ich komme mir vor wie Falschgeld. Du bist da so eloquent und sowas. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Ja. Und da würde ich mich wünschen, dass du mich so alle 10 Minuten mal kurz an der Hand nimmst. Ja? So nach dem Motto, da fühle ich mich besser. Ja. Das ist Verletzlichkeit. Ja? Ja, das braucht auch viel Mut. Ja. Die meisten halten das zurück. Ja, und dann entsteht Entfremdung, weil ich nicht sage, nicht zeige, wie sieht es bei mir aus in meinem Inneren. Ja? Das ist aber der Gegenstand, dass wir uns immer mehr kennenlernen, dass ich mich selber kennenlerne, dass ich das, was ich über mich weiß, in Liebe dem anderen mitteile, ohne zu sagen, du bist meine Therapeutin oder mein Coach. Ja, aber einfach um der Verbindung wegen. Ne? Wir haben heute einen Mangel an Gemeinschaftssinn. Wir haben eine Bedürftigkeit schon, weil wir sehr, heute brauchen wir die anderen Menschen nicht mehr. Du kannst heute in Honolulu arbeiten für eine japanische Firma, die in Amerika Sachen verkauft. Ja, du musst deinen Chef dabei nicht kennen. Das heißt, das war vor 100 Jahren nicht möglich. Ja, vor 100 Jahren waren jedem, nicht nur im landwirtschaftlichen Betrieb, war Gemeinschaft, die Abhängigkeit vom anderen absolut da. Ja. Und das hat natürlich große Auswirkungen heute, dass die Menschen auf sich allein mehr zurückgeworfen sind. Früher war das kein Thema, deine Beziehung zu dir. Ne? Wir haben uns deswegen auch weiterentwickelt. Unsere materiellen Bedürfnisse sind weitgehend gedeckt und jetzt geht es um die spirituellen Seiten. Ja. Was macht uns wirklich glücklich? Ja, und da sind wir gut in der Zeit. Alles, was jetzt hier passiert in Partnerschaften, ist ja, du hast es geschildert, in der Model-Szene, das ist da nur ein Ticken mehr als woanders. Die Show. Da wird die Show gemacht, heißt, es wird versteckt, was hinter dem Make-up steckt. Ja? Jeder hat sein Make-up drauf oder ich sage seine Maske. Ja. No? Und das ist die Frage, das kann einer 20, 30 Jahre machen, das Model kann das auch machen, aber wenn es 45 ist, meistens schon früher, wird es etwas merken und viele merken es nicht nur, das Model, dass es innen leer ist. Ja? Ganz genau. Sehr viele Menschen leiden einmal unter innerer Leere, weil sie, wie gesagt, sich nicht die Frage gestellt haben, was nährt mich, was ist für mich wirklich nährend, erfüllend, ja? Wenn du den Kopf fragst, was ist eine Erfüllung, dann kann er das nicht definieren. Aber für jeden fühlt es sich gut an. Wir wünschen uns ein erfülltes Leben. Kannst du zwar sagen, von Freude und von Liebe erfüllt, aber Erfüllung, das war sehr erfüllend der gestrige Abend. Ne? Dann spüren wir, das hat was hier mit Herz zu tun. Absolut. Ne? Ja. Insofern dürfen sich Menschen dieser Frage widmen. Und wenn sie es mit ihrem Partner machen können, dann herzlichen Glückwunsch. Das würde die Partnerschaft eben auch nähren, ohne dass der eine ein fertiges Konzept haben muss. Du Schatz, ich habe 10 Bücher gelesen, wir machen das so, okay. Nee, das muss es sein. Ja. Ich glaube, dass wir letztlich reduzieren auf ganz wenige Sätze, die ich auch noch nicht so sagen kann. Ich habe versucht in meinem neuen Buch, das sind 94 verschiedene Sätze, Abschnitte so über die Liebe. Da werden manche auch Schluck aufbekommen, wo die meisten kennen meine ist ja jetzt mal Thesen. Das ist mein Vorschlag, wie man Liebe und lebensfreudig leben kann. Ich glaube und bin überzeugt, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren auf breiterer Ebene begreifen werden, was Liebe heißt.
indem wir uns in die Liebeserfahrung hineinleben werden. Und dabei das spielt die Selbstliebe eine wichtige Rolle. Nicht der Narzissmus, sondern wirklich der Liebe zu mir selbst. Ja. Besonders zu dem, was ich bisher nicht liebe an mir. Hm. Und das nährt die Liebe zum Partner. Absolut. Ja. Es ist ja für uns, da die neue Welt ja gerade erst so kommt, auch so dieses, wir wissen nicht ganz, was kommt. Und ich glaube, so dieses, dass wir uns in vielen Richtungen einfach ausprobieren dürfen und dann zu schauen, okay, ist das jetzt stimmig für mich oder nicht? Wir haben ja jetzt, sage ich mal, in unserer spirituellen Szene, haben wir einige, die jetzt die Polyamie feiern und die sagen, okay, das ist jetzt das Neue und so weiter. Das hatten wir ja auch schon in den zu anderen Jahrzehnten und so weiter. Und also ich habe da reingespürt, ich habe das sogar das Thema, ich habe das selbst abgelehnt. Dementsprechend wurde es mir im Leben gespiegelt und ich durfte mich damit auseinandersetzen, bis da Frieden reingekommen ist und plötzlich hat sich sowieso aufgelöst und ging in eine ganz andere Richtung. Das war ganz spannend zu beobachten. Aber damit habe ich mich eine Zeit lang damit auseinandergesetzt und das, was so meine Erfahrung ist, also zum einen nichts abzulehnen, egal in welche Richtung geht, wenn jemand Monogamie oder Polyamie leben möchte, völlig frei, sondern einfach zu schauen, was möchte ich denn leben und dann dementsprechend den Partner auch finden, der dasselbe leben möchte. Und eben auch das, was ich so erlebe, wir sind ja in so einer Zeit, wo wir ballern uns zu, wir konsumieren Ausbildung, Weiterbildung, Netflix, bla bla, also die Liste ist lang und sind so eben auf diesem Individuum, dass wir noch, also wir haben keine Zeit für uns meistens, die nehmen uns nicht, erst recht nicht für einen Partner. Wie soll das dann mit 3 oder mit 5 Partnern laufen? Und das finde ich ganz spannend. Also ich bin damit jetzt völlig im Frieden, das darf jeder tun, meins wäre es nicht. Aber es ist eben dieses, sich bewusst zu werden, was liegt denn da noch dahinter? Warum suche ich denn zum Beispiel? Warum habe ich den Wunsch, mehrere Partner zu haben und so weiter? Hat das wirklich was mit Liebe und mit Freisein zu tun? Weil egal, ob wir Monogamie oder Polyamie leben, uns werden ja immer die Spiegel aufgesetzt. Also du kommst an keinem Spiegel vorbei, egal in welche Richtung es geht. Genau. Wenn es eine Ideologie ist, nach dem Motto, wenn es so gesagt wird, also Polyamorie, das ist jetzt das wirklich, das sollte und das wirklich, das ist eine Schlüssel, wunderbar, großartig, wunderbar, ganz, also wie ein Werbespot, dann kannst du es vergessen. Das heißt, das sind Menschen, und ich will es nicht verurteilen, ich sehe es einfach so von außen, ähnlich wie du es gesagt hast, ich sage es nur ein bisschen drastischer, wir überfressen uns an allem möglichen Reiz. Ja. Wir überfressen uns dann auch an menschlichen Kontakten. Ja. Und das sättigt das Herz selten. Ich kenne eine Reihe von Menschen, auch aus meinen Seminaren und aus dem Freundeskreis, die zum Beispiel jetzt mal 10, 15 Jahre zusammen waren mit ihrem Partner. Dann hat der Partner auf einmal eine Affäre und dann hat der andere sich sehr schnell getrennt. Und dann hat er aber ehrlich gemerkt, egal was sie oder er gemacht hat, ich liebe sie ihn immer noch. Und dann fing es dann an, ins Detail wirklich fruchtbar zu werden. Das heißt, der fremdgehende Partner hat dann schon eine eigene Wohnung. Und jetzt fangen die zwei nochmal neu an. Und einer von beiden sagt, aber die Frau da hinten, die finde ich aber auch nett. Und jetzt kann er sagen, will ich mit der ins Bett gehen? Und obwohl meine eventuell zukünftige Ex, auf Deutsch gesagt, ja, Interesse für mich hat, da kommt das Detail, da gibt es keine Ideologie, man sollte das und das geht gar nicht und so weiter. Dann gibt es dann im Detail. Ne, wenn einer mich mal verlassen hat, weil die Ehe leer geworden ist oder Routine, das ist der große, worunter unsere Ehen und Partnerschaften leiden, Erstarrung, Routine, Langeweile. Ne, nach dem Motto, wer ist das? Ach, das ist nur mein Mann. Ne, so, nach dem Motto, da habe ich kein Interesse. Ja? Soll auch, sage ich auch, soll jeder ausprobieren, was er will, auch von Arten der Sexualität, ob das Bonding ist, ob das Dominas sind, ob das was weiß ich für Spielzeuge sind. Das ist das Schöne an unserer Zeit, dass alles erlaubt wird, dass du nicht am Scheiterhaufen landest. Insofern hat jeder die freie Wahl. Und jeder wird spüren, erfüllt das mein Herz? Erfüllt es mein Herz? Und dann sage ich, wenn wir, wie du es auch schön skizziert hast, wenn wir so mit Reizen überflutet sind, wir sind überfressen an Reizen. Ja, wer kommt denn schon ohne Fernsehen, TV und ohne Netflix und so weiter aus? Weil er sagt, die Zeit ist mir viel zu kostbar.
anstatt ich die mit so vielen Reizen fülle. Ein guter Film gerne, vielleicht 2 im Monat mal gute Film oder so, aber nur damit ich mitreden kann, wie die Serie weiterging und den letzten Tatort gesehen habe, dann ist einer ja sehr abhängig von der Außenwelt. Und das, das zeigt ein Manko auf innen. Ja? Ja. Und ähnlich sehe ich, dass sehr viele, ein Mensch ist natürlich ein unglaublicher Reiz. Ne? Wenn, dann, wenn ich 2, 3 Partner habe, mit denen ich auch Sex habe, dann behaupte ich, dass die meisten mit dieser Komplexität von Gefühlen, Empfindungen, Gedanken und Emotionen dann nicht klarkommen. Das bin ich mir absolut sicher. Was anderes ist, wenn einer keine Partnerschaft hat und ab und zu mal mit einer Frau oder einem Mann ins Bett geht und sagt, ich mache das mit Liebe oder ich mache das eiskalt. Für mich ist das nur ein Körper, dann ist das okay. Für den einen ist nur ein Körper und der andere sagt, er gibt mir Liebe im Bett und ich bin dankbar für jede körperliche Begegnung. No? Wenn es suchtähnlichen Charakter hat, ist es wieder, dann darf einer aufmerksam werden und sagt, ich brauche das. Es gibt keine Männer in Partnerschaften, da sagt die Frau, der will 3-mal am Tag. Das ist Sucht, das ist, der will sich spüren mit Hilfe des Körpers der Frau. Ja, und der wird irgendwann merken, dass er eine Unterstützung braucht. Ja, sehr spannend. Also, wie du sagst, alles erlaubt. Da gibt es keine Instanz, die sagen können, also das ist schlecht, moralisch oder sonst was. Aber jeder kann ja die Erfahrung machen. Ja. Ja? Und ich sage, diese Welt heute, wir haben mehr Möglichkeiten als je zuvor in dieser Welt. Ich betrachte die Welt wie ein riesiges Buffet. Ja. Und ich vergleiche es dann mit einem Buffet bei einem Mediterrane-Club zum Beispiel, wenn du da Urlaub machst. Dann hast du 30 Meter Frühstücksbuffet und dann frage ich immer, sag mal, frisst du alles? Ja, weil du es bezahlt hast. Ich sage, da kannst du aber kotzen, ne, wenn du alles frisst. Und so glaube ich, dass sich sehr viele Menschen an vielen Reizen, unter anderem an menschlichen Reizen, überfressen. Ja, absolut. Und ich glaube, wir dürfen uns auch den Co-Abhängigkeiten einmal bewusst werden, weil das, da sind so viele Co-Abhängigkeiten, die uns überhaupt gar nicht bewusst sind. Das geht ins Sexuelle, in die Richtung, aber überall, wo wir glauben, im Außen diese Lebendigkeit zu holen, ja. Oder wie es bei vielen eben ist, okay, ich möchte Lebendigkeit, weil ich gehe jetzt einmal ins Restaurant und damit habe ich ein Stück weit Lebendigkeit. Oder ich fahre in Urlaub und habe ein Stück weit Lebendigkeit. Also eigentlich suchen sie nach Lebendigkeit. Co-Abhängigkeit ist ein riesiges Thema. Sowohl die Süchte sind ein riesiges Thema, als auch die Co-Abhängigen. Da gibt es manche Abhängigkeiten, die sind auch sehr, sehr unterbelichtet, also im Bewusstsein der Bevölkerung, wie zum Beispiel die Helfersucht. Die Leute sagen, die Frau sagt, mein Mann sollte nicht so viel trinken. Ne? Da brauchen die anderen auch umgekehrt Männer, die mit trinkenden oder süchtigen Frauen verheiratet sind, dürfen sich fragen, was ist es? Es gibt zwei Faktoren. Meistens gab es einen leidenden, wenn nicht gar süchtigen Elternteil. Da sieht man die Verstrickung und die Verstrickung kann entstrickt werden. Und das zweite ist, der braucht mich. Die brauchen so. Ja, das ist ein Mensch, der mich braucht, da bin ich wichtig. Ich fühle mich sonst nicht besonders wichtig. Aber da habe ich jetzt einen und den kann ich stützen und retten und sonst was alles. Ja, wir haben ja diese verschiedenen Paarformen. Wir haben die therapeutische Beziehung. Wir haben die Retterbeziehung. Ja, Frauen, Männerretterinnen bei Frauen und Frauenretter bei Männern. Massenhaft verbreitet. Wir haben die sehr eingeschlafene Bruder-Schwester-Beziehung, wo nichts mehr läuft. Wir haben die Vater-Tochter und die Mutter-Sohn-Beziehung. Das sind so die eingängigen großen Beziehungsthemen. Und das andere ist dann wirklich die Beziehung zweier liebender Herzen, die einander freilassen. Meine Bestseller heißt ja, wahre Liebe lässt frei. Da haben viele auch missverstanden nach dem Motto, man darf alles machen. Natürlich darf man alles machen, aber das habe ich nie geschrieben, in keinem Zeile in dem Buch. Aber das Gegenteil von, das ist mein Mann, ja, und dann heißt, den habe ich gut im Griff. Und wenn er auf der Party 10 Minuten mit einer anderen schönen Frau spricht, dann gibt es aber Ärger. Ja, ne? das sind besitzergreifende Dinge, die sie auch oft zu Hause erlebt haben schon. Und das hat alles mit Liebe nichts zu tun. Darum sage ich, Liebe lässt immer frei. Ja, aber es bleibt immer Liebe, auch nach der Trennung. Das mögen auch viele nicht hören. Wenn du dich getrennt hast von einem Mann oder einer Frau, ich sage, die Liebe bleibt. Du hast sogar gesagt, ich habe mich getrennt. Aber die Beziehung bleibt entweder im Frieden oder im Unfrieden. Aber du kannst dich, wir können uns nicht wirklich trennen. Ja, man kann sagen, wir gehen jetzt 2 verschiedene Wege, aber inhaltlich bist du mit allen Menschen verbunden und mit denen du öfter schon geschnackselt hast, beziehungsweise Sex hattest,
bist du noch viel tiefer verbunden. Ja? Absolut. Darum ist es sinnvoll, in Dankbarkeit und Würdigung für die Zeit es zu klären, auch wenn es für dich ein Arschengel war. Ja? Denn du kannst es nicht vermeiden. Frauen wie Männer können es erstens nicht vermeiden, dass du für den anderen ein Arschengel bist. Ja. Ja? Partnerschaftsbeziehung ist die beste Form, um dich weiterzuentwickeln. Total, ja. Absolut. Wenn du aber keine Beziehung zu dir hast, wie ich am Anfang sagte, in der Sinne von, ich möchte mir näher kommen, mich kennen und lieben lernen, dann gibt das Chaos. Mhm. Ja, dann gibt das Chaos. Und deswegen muss der eine dem anderen immer mal die Knöpfe drücken, ohne dass du was gemacht hast. Einfach, weil du bist. Ja, ja? Weil so viel Liebe da ist. Ja. Wenn du einfach sagst, also ich weiß, 3 Tage in der Woche, dann, ich brauche 2 Abende in der Woche nur für mich und den dritten brauche ich für Sport und dann den anderen können wir gerne was zusammen machen. Ne? Und dann sagt er, du bist ja selbstbewusst oder sowas. Ne? Dann empfinde ich schon als Affront, dass man sich 2 Abende in der Woche für sich nimmt. Ja. Gibt es nicht hier, aber ne? Ja. Und da fängt das dann an. Absolut. Ja. Lieber Robert, ich möchte gerne noch auf ein Thema gehen und zwar, weil wir haben, wir reden ja viel von dem Mann und die Frau und wir haben ja auch innere Anteile, also einen inneren weiblichen Anteil, einen inneren männlichen Anteil, was vielen nicht bewusst ist, klar, das haben Sie schon mal gehört, meine linke Seite ist die weibliche und die rechte ist die männliche Seite, weil wie wirken denn diese inneren Anteile überhaupt? Das ist eine sehr schöne Frage. Mhm. Da braucht es Interesse von den Menschen überhaupt, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Wir sind keine 100% Männer, wir sind keine 100% Frauen, wir sind Mischwesen. Mhm. Das heißt, eine Frau ist nicht, wir sind auch nicht androgyn, 50-50. Ja, das sind wir auch nicht, sondern eine Frau ist eine Frau, wenn sie, ich sag mal, Frauen kommen aus dem weiblichen Pol der Quelle oder weiblichen Pol Gottes, kannst du sagen. Und der Mann kommt aus dem männlichen Pol. Wir kommen aus verschiedenen Polen, haben aber in uns letztlich alles. Was heißt männlich, was heißt weiblich? Machen wir es konkret. Das männliche Prinzip an der rechten Seite, die übrigens die Vaterseite ist, die in der rechten Körperhälfte ist, energetisch mit der Beziehung zu deinem Vater verbunden. Mhm. Auch zu den Großvätern dahinter, den Ahnen. Deine linke Seite mit der Mutterseite verbunden. Das heißt, hast du mit der Mutter noch Probleme, Unfrieden, Verstrickungen, wirkt sich das mit höchster Wahrscheinlichkeit auf den Zustand deines Körpers auf der linken Seite aus. Mhm. Nochmal zurück. Männlich heißt, ist das Machen und Tun. Das, das männliche Prinzip nennt man das aktivierende Prinzip und das weibliche Prinzip das zulassende Prinzip. Beide sind gleichwertig, genau wie das Einatmen gleichwertig ist wie das Ausatmen. Das Einatmen steht für das männliche Prinzip. Ich will leben, sagt das Einatmen. Und das Ausatmen sagt, und ich vertraue und gebe mich dem Leben hin, im Vertrauen, dass wieder neue Luft kommt. Mhm. Ja? Also hier Kontrolle, da Vertrauen. Mhm. Hier denken, da fühlen. Mhm. Hier arbeiten und was tun, hier geschehen lassen und nichts tun. Und so weiter. Ja? Hier Gedanken, da Gefühle. Beides brauchen Mann wie Frau. Eine Frau ist auch gut beraten, wenn sie sagt, und ich möchte klare Entscheidungen treffen. Etwas Männliches. Ich möchte wissen, wohin ich will, was mir wichtig ist. Ich möchte Nein sagen lernen. Stopp. Sehr wichtig für Frauen wie für Männer. Ist aber was Männliches. Hey, stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Klar, haben viele nicht gelernt. In der Kindheit so gut wie keiner. Und für einen Mann ist es genauso wichtig zu sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht in meinem Leben, aber ich vertraue, dass da eine Führung ist in meinem Herzen, auf die ich hören will. Oder ich kann jetzt nicht analytisch herausfinden, was das Wichtige ist, aber ich fühle mal. Oder ich fange jetzt mal an, meinem Körper zuzuhören, denn der hat viel Wissen. Das ist eine weibliche Seite des Mannes. Oder selbst auch im Sex, ich lasse mal geschehen. Ich muss jetzt nicht den Hirschschirm machen und sonst was und sie beeindrucken mit irgendwelchen Dingen. Ich warte mal ab. Abwarten ist etwas Weibliches. Ja? Zu sagen, ich muss jetzt gar nichts machen, weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Auch Schwäche zeigen. Ja, entschuldige mal, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll im Bett. Als Beispiel. Ja. Ich komme mir gerade vor, vielleicht wie ein 10-jähriger Junge oder so. Ja? Dann ist das ein Riesengeschenk an die Frau, zu sagen, im Moment habe ich kein Konzept. Mhm. Als Beispiel. Ja. Und das heißt, eine Frau darf
Jetzt haben wir natürlich die übertreibenden Dinge. Viele Frauen sind in die männliche Rolle gegangen. Viele Frauen sind hart geworden, weil sie gedacht haben, bewusst oder unbewusst, Männer haben es besser. Ich setze mich jetzt auch durch. Sind in den Leistungssport gegangen, haben auf Bulimie gekriegt und Magersucht dabei noch, so ganz nebenbei. Ja? Sind gepowert, wollten Karriere machen und haben gedacht, unbewusst, ich muss es so machen wie die Männer. Und das ist ein Irrtum. Ja. Ihr Frauen habt so eine Power in eurem Herzen, im Verbund mit weiblichen und männlichen Energien. Ich sage erst weiblich, zweitens männlich. Und wir Männer mit männlichen und weiblichen Energien, ihr habt so viel Power, dass wenn ihr in eurer Strahlkraft seid und Selbstliebe, da fällt ein Mann fast tot rum. Also so kraftvoll ist das. Insofern darf eine Frau, darum habe ich einen CD-Titel, heißt Frau, komm in dein Strahlen, gemacht, da merkt die Frau wirklich, da ist ja etwas in mir, das habe ich gar nicht gewusst. Und das ist die Grundbedingung des Menschen, bei Mann wie Frau, wir wissen nicht, was alles in uns steckt. Nochmal die Neugier, das Interesse auf meine Innenwelt, da bin ich aber neugierig. Und was du angesprochen hast, die rechte Seite, linke Seite, kannst du in einer Meditation von mir, die heißt Mann und Frau in mir, kannst du die buchstäblich sehen lernen und fragen, wie es ihnen geht. Und die Leute sind oft erschüttert. Frauen sehen oft dann so ein gespenstisches Wesen ohne Fleisch und Blut, so etwas ätherisches Engel, und sie wissen sofort, es stimmt. So, ich und mein Körper und Sexualität, das ist alles nur ein unbeschriebenes Blatt. Und, ja, ich bin eher so öfter so ein liebes Mädchen, aber Frau bin ich noch nicht. Ja? Oder die Männer sehen dann meistens einen inneren Mann, auch die Frauen, der völlig erschöpft ist, ja, der bepackt ist mit Lasten und der sagt, ich kann nicht mehr. Weil wir eben diese rechte Seite überlasten, wenn wir machen, machen, tun, tun, machen, machen, tun, tun, denken, nicht ausrufen, und dann kommt die Erschöpfung und dann kommt der Burnout. Ne? Sagen doch die meisten Motivationstrainer, musst dir Ziele setzen und geben, ne? Komm aus der Komfortecke. Ich sage, das ist eine Anleitung für Burnout. Ja? Absolut. Ja? Absolut. Also dieses ist was sehr Schönes, weiblich-männlich. Sagt Geist, die Welt sagt, ihr Frauen kommt so zu 2/3, seid ihr weiblich und 1/3 männlich. Nur mal um eine ganz grobe Zahl zu nennen, und wir Männer 2/3 männlich, 1/3 weiblich. Und da kommen die beiden zusammen und können natürlich merken, oh, wenn wir zusammenkommen, dann passiert etwas ganz Grandioses. Ja. Diese CD werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes setzen, wie auch all deine Bücher und so weiter. Danke. Denn ganz, ich frage auch immer wieder, also viele ist das innere Kind bewusst, aber die innere Frau, der innere Mann, so rein gar nicht. Das genau. ist ganz fremd. Und ich selbst, also ich arbeite ja auch viel damit, und ich bin keine Selbstliebe pur, ich arbeite selbst daran immer noch weiterhin. Und ich hatte die letzten 2 Wochen, hatte ich 2 Situationen, weil ich sehr stark gerade mit der Würde der Frau arbeite, was ja auch im Kollektiv gerade sehr stark dran ist, hatte ich 2 Situationen. Einmal, wo ich im Park war, plötzlich kam mein Mann, ich habe Kopfhörer aufgehabt, habe gehört und habe dann gesagt, also er hat mich angesprochen, ich so, ja, ich habe Kopfhörer drin. Er aber weitergeredet. Ich so in meinem freundlichen Sein, ja, okay, dann höre ich da mal zu. Und da haben wir uns ausgetauscht, es war ein nettes Gespräch. Ich komme an mein Auto und dann sagt er zu mir, darf ich deine Handynummer haben? Und ich, nein. Und er so, darf ich dir meine E-Mail-Adresse geben? Und ich, nein. Und er dann so, ja, ich buchstabiere sie. Und ich war so total geschockt, weil ich dachte, so, ich habe jetzt 2-mal ganz klar Nein gesagt, aber meine Energie sagt anscheinend irgendwas anderes. So, und dann, was war das, was war das? Habe es arbeiten lassen. 1 Woche später gehe ich zur Post, und da ist so ein Postmitarbeiter, der dich sowieso immer wieder auszieht mit seinen Augen. Und dann meint er so, darf ich Sie was fragen? Ich hatte auch Kopfhörer drin, habe noch gar nicht Ja gesagt. Dann meint er so, haben Sie unter Ihrem Oberteil ein BH an? Und ich war auch so geschockt. Also ich meine, ich habe sowas jahrelang nicht mehr gehört, aber dass das innerhalb von 2 Wochen kam, ja, ist mir klar, da darf ich in mir noch mal ein bisschen genauer schauen, was da denn gerade sich zeigen möchte eben. Und das wirkt ja auch im Kollektiv. Ich habe auch einige Freundinnen, weil ich habe das dann zur Sprache gebracht, die Ähnliches erlebt haben. Also natürlich, das ist ja alles Resonanz. Wir ziehen uns dann eben an. Und das ist ganz spannend zu beobachten und zu schauen, These? Okay, was liegt denn da drunter? Ja. Hast du eine These, warum dir das geschieht, glaubst du? Es ist, glaube ich, also aus der Kindheit habe ich Themen, mit denen ich mich schon sehr stark auch beschäftigt habe und vieles in Heilung gebracht habe, wo der männliche Part über meine Grenze gegangen ist, immer wieder, und das sehr stark, auch körperlich über die Grenze gegangen ist. Und da dürfte ich schon ganz viel heilen, aber jetzt zeigt es sich nochmal auf eine andere Art und Weise. Also ich sehe es immer wieder so, ich löse Zwiebelschichten und dann gibt es aber immer noch eine, wie es dann im Leben so ist. Ne?
Das ist ein klassisches Thema des Arschengels. Das heißt, dieser Postmann oder andere, du hast selber gesagt, das ist das Übergriffige. Ja. Welches Gefühl haben die ausgelöst, wenn ich fragen darf? Was es war eine Gefühl? Ohnmacht. Genau. Es war eine Ohnmacht. Ja. Und es war dann dieses Gefühl von, da bin ich nochmal in so ein Opfersein gegangen. Und das ist, woran ich gerade arbeite, dieses, da hüpfe ich immer noch zurück in ein Opfersein und bin nicht im Schöpferbewusstsein und ich strahle diese Grenze nicht aus. Also da ist ein Anteil in mir, der zieht sich immer noch zurück und so, oh, Opfer, ja. Opfer. Ja. Darf ich dir einen Hinweis geben? Ja, sehr gerne. Also diese Frage beim Arsch ist immer die erste Frage, welches Gefühl löst der Idiot aus? Ne? Ohnmacht. Meistens auch Angst dahinter, aber Ohnmacht. Und nach der Ohnmacht kommt dann irgendwann die Wut oder der Ärger, die Empörung. Also Ohnmacht und Wut kommen auch zusammen. Diese Energien waren schon lange in uns, bevor das geschah. Definitiv. Das heißt, das erste Geschenk des Arschengels ist, dass er uns auf ein Gefühl aufmerksam macht, das schon lange in uns ist, das endlich bewusst gefühlt werden will. Und wenn du eben mit einer Meditation hineingehst, wie du schon selber gesagt hast, dann ist die kleine Nadine, die hat sich, wir haben uns alle jahrelang ohnmächtig für die Situation eines Kindes heißt, 10, 15 Jahre ohne Macht zu sein. Ja, das heißt, steckt in uns allen drin. Also, wenn wir sagen, ich möchte in meine Größe kommen, ich möchte meine Selbstliebe kommen, ich möchte in meine Freiheit kommen, dann kommen diese Tester und sagen, sagen Sie mal. Ja? Und wenn Sie das auslösen können, sage ich, okay, ich gehe heute Abend hin oder morgen Abend und fühle meine Ohnmacht. Ja? Das ist etwa das erste Geschenk. Ja. Also wenn wir so rangehen würden, dann würden die Zahl der Arschengel in unserem Leben abnehmen, sehr schnell. Absolut. Also da gehe ich auch schon ganz stark rein, aber manchmal ist es ja nicht mit einem Mal getan. Ne? Da zeigt sich dann der Herzschmerz. Ich bin mit diesem Herzschmerz, er darf sich ausdehnen, er darf da sein und so weiter. Aber es braucht eben manchmal. Der erste Moment war natürlich, ich gebe ihm jetzt eine schlechte Bewertung und das mache ich normalerweise nie, ja. Aber es war so dieses völlige Geschocktsein und die Wut, die dann nach oben kam, im ersten Moment dachte ich, ey, warte mal, nein, da bist du schon lange nicht mehr, geh mal wieder zurück. Sehr, und es sehr ist spannend, das zu beobachten einfach. Aber natürlich, so was kommt immer noch vor. Danke für deine Offenheit. Ja, sehr gerne. Ja. Dann möchte ich nochmal zu den letzten zwei Fragen kommen. Wenn wir jetzt nochmal, also zurückgehen sozusagen zu den neuen Partnerschaften. Wie siehst du neue Partnerschaften? Die neue Ehe, ich sage gerade Ehe, es wird wieder Ehen geben. Die Ehe wird eine Renaissance bekommen. Oh. Und nicht nur die romantische Ebene, weil man schön in Weiß heiraten kann und sowas, sondern die Ehe wird eine ganz neue Bedeutung bekommen, die eben in einer würdigenden, auf Augenhöhe bestehenden Liebe zwischen zwei selbstständigen Menschen besteht, die einander nicht brauchen. Die wissen, was sie an sich selber haben, die aus der Liebe zu sich selbst, auch die Liebe zu anderen Menschen, die sich verbunden fühlen, mit allen Menschen, in den Weg der Liebe gehen und der nicht ausschließlich ist nach dem Motto, ich liebe jetzt einen Menschen und die anderen kümmere ich mal am Arsch lecken auf Deutsch. Ja? Diese neue Ehe ist im Kommen, wird kommen, muss kommen mit dieser Transformationszeit. Warum? Weil die Schwingung in uns, um uns herum, die Schwingung aus Mutter Erde, die übrigens sehr, sehr stark hier engagiert ist, weil sie wirklich eine mütterliche Energie ist, uns auch hochschwingen lässt. Wir haben Energie aus dem Sonnensystem, aus dem Äther, aus der Erde und diese Hochschwingung bringt uns dazu, uns mehr und mehr zu öffnen und die weiter das alte Spiel des Verschlossenseins fühlen oder die Spiele spielen und nicht Nein sagen können und sich aufopfern, entweder das Opfer spielen oder sich aufopfern für andere, die bekommen jetzt große Probleme. Die bekommen körperliche Probleme. Wir haben schon massenhaft Themen wie Einsamkeit, Depression, Burnout. Der Narzissmus ist gerade ganz hoch im Kommen, nach dem Motto. Vor allen Dingen das Gebrüll über die Narzisstin. Ja? Jede dritte Frau hat schon mal einen Narzissten jetzt gehabt, der sie reingefallen ist. Ja? Also es ist großes Opferspiel. Da werden viele wieder schimpfen über den Best, was er erzählt. Und wir machen gerade jetzt ab Ende der Woche mit 100 Therapeuten eine Narzissmus-Schulung hier. Fortbildung in Narzissmus. Dann haben wir die großen Themen wie Krebs und Gelenkerkrankungen. Also der Körper zeigt oder die Seele zeigt über den Körper, was nicht stimmt. Und ich bin in Bezug auf Partnerschaften auch sehr, sehr optimistisch. Im Moment suchen viele einen Partner und da sagt die geistige Welt, die meisten brauchen gerade keinen Partner. Du hast genug mit dir zu tun.
Das wollen die Frauen und Männer nicht so gerne hören, weil sie Ja. sich in der Partnerschaft das große Glück versprechen. Aber ich sage, wenn du keine Hausaufgaben dir machst, dann kriegst du keinen. Dann sagt das Leben, guck doch erstmal nach dir. Oder du bekommst wieder die Leidensbeziehung, ja? Wo man sich gegenseitig die Knöpfe drückt und sich das Leben zusammen schwerer macht, als man es allein je geschafft hätte. Ja? Das ist ja das Interessante, ne? Diese Dramen. Also ich bin sehr, sehr optimistisch. Wir gehen in ein Zeitalter der Liebe und die Frau-Mann-Beziehung ist in unserer Gesellschaft das Allerwichtigste. Das heißt, die Frau-Mann-Beziehung, auch die gleichgeschlechtliche, ja, aber da haben wir meistens eine mehr männliche und eine Ja. mehr weibliche Komponente. Genauso wertvoll nicht zu verurteilen, aber die Beziehung zwischen zwei Menschen steht im Zentrum der Transformation von Mutter Erde. Und nicht die Arbeit und nicht die Wirtschaft und nicht die Parteien und nicht die Finanzen. Die Frau-Mann-Beziehung ist es. Das ist das Zentrale, weil es gibt nichts anderes. Das sind wir. Und so wie wir mit uns selbst und miteinander umgehen, wie wir Partnerschaft gestalten, das ist die Zelle, wie wir Gemeinschaft gestalten werden. Wenn das nicht mit Würde, gutem Abstand, Liebe, Offenheit, Ehrlichkeit, Mut, Respekt, ja geradezu Verehrung auch für den anderen, aber nicht in kindischer, abhängiger Form gestaltet wird, dann wird das auch in den größeren Gemeinschaften nicht klappen. Ja, wir haben vielfache Gemeinschaften. Die Gemeinschaft mit uns selbst und mit unseren inneren Anteilen, die Gemeinschaft mit einem Menschen, die ab einem gewissen Reifemaß sehr erfüllend wird. Und dann haben wir die Gemeinschaft mit Nachbarschaften, mit in Firmen, in Vereinen und so weiter. Wir haben die Gemeinschaft eines Stadtteils, eines Landes, einer Welt. Ja? Das sind alles Gemeinschaften, aber die Kerngemeinschaft ist erstmal die mit mir. Und wenn die stimmt, kann ich mich mit anderen Menschen verbinden und die Liebe leben und die Liebe feiern. Ja? Dieses Leben ist Absolut. dazu da, die Liebe zu feiern. Leben und Lieben ist synonym. Ja? Diese Worte, wo nur ein Buchstabe anders ist, wie danken und denken, das ist eins. Mach dein Denken zum Danken. Ja? Fühlen und Fülle erfahren, ja? Ist eins. Und beim Lieben und Leben, ne, ist das eine Sache. Wahrhaftig leben heißt wahrhaftig zu lieben und nichts anderes. Ganz toll. Was ist für dich eine toxische Partnerschaft und wann ist es Zeit zu gehen? Dieses toxisch möchte ich mal jedem herzlich bitten zu hinterfragen. Was die Danke. meisten Menschen, was ist denn da? Wer und was soll dann da giftig sein? Ne? Denn dieses Label toxisch kommt meistens von einem Opfer, genau wie beim Narzissten, das ist nämlich meistens der Toxische. Ich bin da in eine toxische Beziehung geraten und dann war ich eine arme Sau. So, ja? Also ich war das Opfer. Das heißt, das Verhalten des anderen wird meistens als giftig erklärt. Und diesen Menschen sage ich erstmal, es gibt keine Opfer und keine Täter, es gibt hier nur Schöpfer. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Auch wenn du sehr gelitten hast und schon zweiten Mal an so einen Menschen geraten bist, der dich dominiert hat, der dich ausgenutzt hat, der dich manipuliert hat, der dich betrogen hat und so weiter. All das, wir sind immer wieder bei der Arschengel-Thematik. All das darfst du dich fragen, wo tue ich das auch? Wer betrogen wird, darf sich fragen, wie oft habe ich denn synchron nach meinem Herzen gelebt? Wie oft habe ich auf mein Herz gehört? Oder wie oft habe ich etwas getan, was ich eigentlich gar nicht tun wollte? Und wenn ich das tue, ziehe ich einen Betrüger an. Ich verrate mein Herz und ziehe einen Verräter an. Und weil ich noch nicht so weit bin, dass ich meine Eigenverantwortung dafür übernehme, nenne ich das Ganze toxisch und bin fein raus. Ganz Ja? genau. Ja, danke. Ja? Danke. Also das Toxische ist wirklich die Verurteilung des anderen. Und das Opfer wird zum Opfer, nicht weil der andere das tut, sondern weil er seinen Schöpferanteil nicht erkennt. Weil er nicht erkennt, dass aber der Papa ähnlich war. Oder weil der Papa abwesend war und nicht hinter mir steht, ziehe ich Männer an als Frau, die wieder weg sind. Ja? Wenn ich mir nicht treu bin, dann ziehe ich Menschen an, die mir auch nicht treu sind. Ja? Das ist einfach ein Energiegesetz. Absolut. Ja, das heißt, der Gedanke, ein anderer kann mich glücklich machen oder der andere kann mich unglücklich machen, das ist einfach ein großer Irrtum. Es gibt nur einen Menschen, der dich glücklich machen kann. Das glauben schon mal 20%, aber der zweite Teil glauben noch nicht 20%. Es gibt auch nur einen einzigen Menschen, der dich unglücklich machen kann. Und das bist immer du selbst.
Absolut, absolut. Das mögen Menschen, die natürlich gerade im Leidenszustand sind, dass der Besser, also das kann man ja sagen, so unverschämt. Ne? Das sind doch Idioten. Ja, die sind doch Ne? schuld. Ja, der hat mich doch manipuliert. Der hat mir Ja. 50.000 Euro genommen und so weiter. Ja? Nochmal, schau dir die Muster an. Spätestens, wenn sich etwas wiederholt in deinem Leben, dann kratzt dich mal am Kopf und sagt, könnte es sein, dass ich das ganz unbewussterweise angezogen habe, weil schon damals ich mich so gefühlt habe. Darum ist es wichtig, mit welchen Gedanken, Glaubenssätzen gehe ich durch die Welt. Was denkst du nochmal für Paare extrem wichtig? Was denkt die Frau über Frauen? Ich sage, liebst du die Frauen als Frau? Und sagt, also die Frauen, ne? Da gibt es schon manche Zicken, die liebe ich nicht. Auf die bin ich neidisch und auf die auch. Ja. Und dann sagst du aber damit, wenn du die nicht magst, dann muss das Leben dir diese Zicken vorbeischicken. Und vielleicht legt sich dein Mann mit einer dieser Zicken sogar ins Bett und dann hast du sie sehr nah. Und dann darfst du dich mit dem Zickigen in dir beschäftigen, beziehungsweise für wen diese Zicke Stellvertreter ist, zum Beispiel die Schwester, ja, oder die Mutter. Das waren die ersten Frauen in deinem Leben. Und drittens bist du mit dir dann selber als Frau nicht im Frieden. Wenn du mit anderen Frauen nicht in herzlicher, freundlicher, solidarischer Verbundenheit, nicht solidarisch gegen die Männer, sondern ne, in der Würde, in der gegenseitigen Würdigung verbunden bist, dann hast du ein Thema mit deinem eigenen Frausein. Ne, da gibt es nämlich Frauen, die sagen, also mit Männern verstehe ich mich gut, ganz gut, ne, aber Freundinnen habe ich nicht. Diese Frauen haben ein Riesenthema. Die kommen im Betrieb ganz gut klar, meistens auch im Männerverein. Ne? Aber die dürfen fragen, Mutter, mein eigenes Frausein, mein Körper, Schwester, da darf etwas geklärt werden, in Frieden kommen. Absolut. Sonst gibt das Probleme. Die Ja. Männer genauso. Ne? Das heißt, wir können, als Mann darf ich erstmal mit meinem eigenen Geschlecht, mit mir, mit meinem Körper, mit meinem kleinen Jungen und mit dem Mannsein in Frieden kommen und mit meinen Kollegen Männern. Das heißt, ich kann andere Männer, ich muss ja mit ihnen ins Bett gehen, aber ich kann andere Männer lieben. Anerkennen, nicht nur, ja, ist in Ordnung, toll gemacht, so, ne? So ein bisschen so, ne? Ja. So, wo die Männer dann hinten so draufhauen, ne? So anerkennen, ne? Ohne ja, nicht gefühlsmäßig zu werden. Ne? Männer dürfen Männer anerkennen, würdigen und lieben lernen, weil es etwas spiegelt, was in ihnen ist. Wir haben alle miteinander sehr viel zu tun und Frauen dürfen sich anerkennen, lieben, würdigen, wertschätzen, lernen. Und alle anderen Frauen ebenso. Und wenn du irgendeinen Menschen auf der Welt noch bescheuert findest, dann ist dieser Mensch wichtig für deine Weiterentwicklung. Es gibt hier nur Brüder und Schwestern, es gibt nur gleichwertige Menschen, ob das ein Anarchist ist oder ein Narzisst ist, ein Mörder ist oder sonst was. Diese Menschen sind wie alle auf ihrem Weg aus Unbewusstheit zur Bewusstheit. Und aus Verstrickungen in die Freiheit von Verstrickungen, aus dem Vergessen, wer wir wirklich sind, in das Wiedererinnern, dass wir alle pure Liebe sind und dass wir letztlich alle eins sind, dass es keinerlei Trennung gibt im Universum. Nirgends. Absolut. Ja. Und eben auch der Kreislauf von verschiedenen Leben, also je nachdem, ob man daran glaubt. Ich glaube daran, dass es verschiedene Leben noch gibt. Ich weiß, ein Medium hat mal zu einer Freundin von mir gesagt und sie hatte mal einem Freund richtig viel Geld geliehen und dann hat er zu ihr gesagt, das war nicht dein Geld. Also es wirken ja auch eben Parallelleben oder Vorleben eben mit rein. Und dann, ja, Ja. hat sie dieses Geld wohl mal auch von jemandem genommen und Auch schön. Ja. ungerechterweise eben. Und dann fließt das im anderen Leben wieder zurück. Sehr schön. Meine Empfehlung ist, wenn du jemandem Geld leihst, erwarte nicht, dass es zurückkommt, Ja. sondern schenke es im Geiste gleich. Ja, musst du nicht sagen, es ist geschenkt und ich leihe es dir, Ja. aber erwarte nicht, dass es zurückkommt. Ja, Wenn es super. zurückkommt, freust du dich. Wenn es nicht zurückkommt, hast du kein Problem. Total. Ja, Ja? ganz toll. Das ist ein Ja. energetischer Trick einfach, ja. Und leih Super. auch nur, wenn du es tust, nicht umzu, sondern weil du es aus großer Freude tust. Dann hast Ja. du selber Freude dran am Leihen oder am Schenken und bereicherst dich selbst mit deiner Freude. Ja, Ja. genau. Jetzt bin ich noch mal ganz neugierig. Was kommt denn in dem neuen Buch? Dies ist ein schönes Buch, liebes Glück. Ist keine Glückssache mit Untertitel wie wahre Liebe gelingt. Kommt im Heine Verlag im November raus, ich glaube für 12 Euro. Ist etwas bunter als meine bisherigen Heine Bücher, weil es auch ein echt buntes Buch ist für die Liebe. Es sind grundsätzliche
Grundaussagen über die Liebe zwischen Mann und Frau, die gegen den Strich gehen, also gegen den normalen Bürste gehen, wie heißt das? Gegen das normale Menschdenken gehen. Und dazu kommen 10 schöne Gedichte, dazu kommen dann und 25 Fragen an jede Partnerschaft, die sehr in die Tiefe gehen. Da empfehle ich jedem, das mal selber zu machen, nicht gleich gemeinsam, sondern Mann oder Frau getrennt. Und das bringt sehr viel Wind in jede Partnerschaft, diese 25 Fragen. Und dann kam nachher zum Sahnehäubchen noch dazu und noch Empfehlungen, was, welche Rituale kann ich machen in einer Partnerschaft, damit die Partnerschaft genährt wird, weil Liebe ist ja so etwas wie eine Pflanze. Ja? Nicht der andere will genährt werden, sondern die Liebe. Ja? Neil Walsh hat es, glaube ich, das erste Mal gesagt, wir verlieben uns nicht in den anderen, wir verlieben uns in das, was zwischen uns, die Energie, die zwischen uns existiert. Ja? Also wenn hier ein Mann steht, da eine Frau, die schauen sich an, dann kommt von beiden Energie und in der Mitte zwischen beiden verbinden sich die Energie, die kommt und sie verlieben sich genau in das, was zwischen ihnen ist. Und das ist sehr schön. Und das kannst du vergleichen mit einem Lebewesen, nehmen wir eine schöne, wunderbare Pflanze und diese Liebe will genährt, getränkt, gedünnt und gepflegt werden. Und jeder kann sich fragen, jeden Tag, jede Woche, jedes Wochenende, habe ich denn in dieser Woche die Liebe gepflegt, genährt und getränkt? Ja? Na? Oder habe ich gesagt, oh ja, meine Frau, die macht das schon, so ungefähr. Ja. Und dann kommt als Sahnehäubchen ein, habe ich 20 oder 15 Paare angeschrieben, die ich persönlich kenne, die schon lange zusammen sind und wo es sehr schön läuft, die auch Krisen hatten. Die wenigsten waren 12 Jahre und die anderen waren 40 Jahre sind die zusammen. Und habe sie gebeten mit neuen Fragen, schreibt doch mal auf, was ihr anderen sagen könnt, wie ihr das bisher gemacht habt, warum das zwischen euch gut geklappt hat. Und mein Verleger sagte am Anfang, also das müssen wir, die 50 Seiten müssen wir bestimmt kürzen, hat alles durchgehend gesagt, scheiße, Bitz, das ist so gut, das können wir nicht kürzen, das fühlt sich so berührend an. Und darüber bin ich dann ganz froh. Das ist schön, wenn andere Menschen das dann auch nehmen. Und freue mich auf das schöne neue Büchlein. Oh, ich freue mich auch. Ganz, ganz toll. Ich habe ja ehrlich gesagt noch ganz viele Fragen stehen, aber ich will dich hier jetzt nicht den ganzen Abend einfach mal hier besetzen. Wir können auch eine zweite Folge mal machen. Wenn du, sehr, ne? Gerne, sehr gerne. Okay. Auf jeden Fall. Meine allerletzte Frage war noch. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir damit alles wünschen, was wäre das? Eine Welt, die in Liebe, im Frieden ist, wo sich die Menschen lieben und anerkennen und erkennen können, was wir wirklich sind, wo sie ganz neue Augen haben und in jedem Menschen sehen, welch göttliches Wesen das ist. Das wäre mein Wunsch. Wunder, wunderschön. Lieber Robert, herzlichen Dank. Es macht so Spaß. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Oh mein Gott. Die Zeit ist gerast. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Liebe, Liebe an dich. Danke. Segen für dich und für alle Frauen, die du berührst. Danke. Genau. War das ein großartiges Interview und ich hoffe sehr, dass du ganz viele Erkenntnisse mitnehmen konntest und lass uns gerne wissen, was dich berührt hat, was dich erreicht hat und erzähl uns das doch gerne über Social Media. Ich bin zutiefst dankbar für dieses Gespräch und ich habe es hier noch gar nicht erzählt. Ich hatte den Robert beim ersten Termin erstmal versetzt und also versehentlich versetzt. Es war keinerlei Absicht und ich bin umso dankbarer, dass er sich dann ein zweites Mal Zeit genommen hat. Und er ist einfach ein toller Mensch und ich verlinke all seine, nicht alle seine Bücher, aber das sind zu viele, aber so ein Best-of der Bücher, auch das ganz neue Buch, das kannst du schon vorbestellen, das setze ich in die Shownotes, genauso wie einige Meditationen und seine Website, den Shop, alles findest du dann in den Shownotes und du bekommst jetzt noch das Versprochene, was ich dir am Anfang der Podcast-Episode mitgegeben habe, und zwar diese Worte, die ich so essentiell wichtig finde. Und wenn du irgendeinen Menschen auf der Welt noch bescheuert findest, dann ist dieser Mensch wichtig für deine Weiterentwicklung. Es gibt hier nur Brüder und Schwestern, es gibt nur gleichwertige Menschen, ob das ein Anarchist ist oder ein Narzisst ist, ein Mörder ist oder sonst was. Diese Menschen sind wie alle auf ihrem Weg aus Unbewusstheit zur Bewusstheit.
und aus Verstrickungen in die Freiheit von Verstrickungen. Aus dem Vergessen, wer wir wirklich sind, in das Wiedererinnern, dass wir alle pure Liebe sind und dass wir letztlich alle eins sind. Dass es keinerlei Trennung gibt.